Hallo zusammen. Erstmal die Frage, könnt ihr mich alle gut hören? Hier ist Tom Hansing von der Anstiftung. Herzlich willkommen zum Webinar mit Martin Langlinderer. Schreibt doch mal kurz in das Chatfenster, ob ihr mich alle hören könnt. Sieht gut aus. Bis gerade eben, bis vor 2 Sekunden war unser Referent Martin Langlinderer hier noch zugegen. Wir haben schon eine halbe Stunde miteinander gequatscht. Jetzt klingt er sich gerade wieder neu ein. Ich hoffe, er ist gleich wieder da. Ich kann ja vorweg schon mal zur Begrüßung sagen, also ich bin Tom Hansing, ich arbeite für die Anstiftung aus München. Da ist Martin auch wieder. Hallo Martin. Hallo Tom. Hallo Rest. Heute geht es um offene Werkstätten. Offene Werkstätten machen. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie man eine offene Werkstatt ins Leben rufen kann. Und eins dieser Modelle, dieser Konzepte, dieser Betriebssysteme für offene Werkstätten hat Martin Langlinderer mit dem Hobby in Stuttgart verwirklicht. Martin ist, ich weiß wenig über seinen beruflichen Background, aber umso mehr weiß ich über seine Tatkraft und über seine Zähigkeit, denn ich glaube, das erste Mal getroffen haben wir uns vor 4 oder 5 Jahren. Da war das noch eine grobe Idee und mittlerweile ist der Hobbyhimmel eine stabil laufende, große, offene Werkstatt mit einem ziemlich fetten Team. Und er wird euch heute also in die Geheimnisse des offenen Werkstattmachens einführen. Kurz zum Organisatorischen. Ihr könnt euch auch via Kamera und Mikro, also entweder im Laptop oder im Rechner, wie auch immer, zuschalten. Dazu müsst ihr mir kurz eine Nachricht im Chatfenster schreiben. Ich aktiviere euch dann. Und wenn ihr fertig seid mit eurem Beitrag, deaktiviere ich euch wieder. Sonst gibt es nämlich nur eine Kakophonie von allen, die was sagen. Das gesamte Webinar wird aufgezeichnet, inklusive der Präsentation. Das heißt, ihr bekommt diese Präsentation und alles, was wir heute hier besprechen, im Nachgang nochmal geschickt als Link zum Nachgucken und Downloaden. Ich werde immer mal wieder was in den Chat reinschreiben, wenn mir eine gute Idee kommt oder es Materialien gibt, die hilfreich sein könnten. Ansonsten könnt ihr auch zwischendrin immer Fragen stellen. Ich werde die mitprotokollieren und versuchen, die an geeigneter Stelle anzubringen, falls der Martin eine oder zwei übersehen sollte. Ansonsten halte ich jetzt die Klappe. Ich bin im Hintergrund immer da. Habe ich was vergessen? Nö. Also, ich wünsche euch viel Spaß und übergebe jetzt das Wort an den Martin. Ja, vielen Dank, Tom, für die netten einführenden Worte. Ich muss mich erstmal... Hört ihr mich alle? Ganz kurz nur, dass ich da vor mich hinquatsch. Und ja, sehr schön. Genau, Martin Langlinderer mein Name. Ich stelle mich ganz kurz vor. Das erste Mal, dass ich so ein Webinar mache, deswegen muss ich mich da konzentrieren, dass ich in diese Kamera reinlinse. Etwas leise. Okay, dann versuche ich das noch lauter zu stellen. Ja, Moment, das kann ich hier irgendwo einstellen. Einen Moment. Das da, Eingabe. Schaut mal, ob das jetzt besser wird. Ich habe das jetzt noch ein bisschen versucht, lauter zu stellen. Das ist besser geworden, ja? Sehr schön, ja. Immer noch zu leise. Dann, wenn ich noch näher rangehe, dann müsst ihr aber meine Nase ganz nah ertragen. So, wir fangen an. Genau, mit wem habt ihr es zu tun? Wie gesagt, Martin Langlinderer mein Name. Ich bin von Beruf Diplom-Wirtschaftsingenieur und ich habe 2007 Abschluss gemacht und danach mehrere Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen gearbeitet. Verschiedene Unternehmen, groß, klein, verschiedene Branchen auch. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, die Idee der offenen Werkstatt kam mir Mitte 2013 und seitdem hat sie mich nicht mehr losgelassen. Und von da aus hat es aber noch 2 Jahre gedauert, bis es dann wirklich losging. Wie gesagt, die Geschichte ist eine ganz, ganz andere, eine eigene Geschichte für sich, will ich euch heute nicht mit belangen. Genau, in dem Webinar geht es quasi vor allem um die Grundlagen allgemein zum Thema offene Werkstätten, also welche Themen sind da wichtig, ja, an was muss man alles denken, welche Fragestellungen begegnen einem alle und aber auch dann vor allem versuche ich dann immer quasi den Schwenk zu machen, wie sieht da unsere Lösung aus oder wie haben wir das gehandelt oder wie ist da unsere Handhabe dabei. Genau, und
weil jeder der einzelnen Punkte, also ich komme gleich zum Überblick, da können wir vielleicht schon mal weitermachen, muss man mit dem Klicken versuchen. Seht ihr, die habe ich erste Folie schon verpasst. Genau, ich bin Gründer des Hobbyhimmel, Mitmacher, Nutzer und Mitglied, was die einzelnen Sachen zu bedeuten haben, da kommen wir gleich nachher noch drauf. Und ich muss mich erst noch dran gewöhnen. So, ja, also wie gesagt, jeder der Punkte würde allein schon für ein eigenes Webinar reichen. Deswegen können wir die alle nur ankratzen, aber wir haben nach jedem Block immer noch mal ein paar Minuten Zeit für eure Fragestellungen. Auf der Folie seht ihr jetzt schon, dass es einmal den Hobbyhimmel gibt und da gibt es den VVOW. Der ist nicht zu verwechseln mit dem VOW, sondern das sind quasi zwei Geschichten. Der Hobbyhimmel ist quasi der Markenname unserer Werkstatt, die ich damals quasi als Einzelunternehmer gegründet habe im Oktober 2015. Also uns gibt es jetzt genau am 19. Oktober genau 4 Jahre. Und dann nach 2 Jahren, quasi, wo ich hier sehr viel Zeit mit vielen anderen, vielen Ehrenamtlichen reingesteckt habe, habe ich das übergeben an einen Verein, den wir dann gegründet haben. Da bin ich selber auch Mitglied, habe mich aber nicht für den Vorstand aufstellen lassen, ganz bewusst, um quasi so ein bisschen Abnabelungsprozess zu machen. Und das ist eben der Verein zur Verbreitung offener Werkstätten geworden. Und den haben wir deswegen so genannt, weil wir quasi sagen, okay, wir haben einen Prototypen geschaffen, wie wir eine Werkstatt mit gewissen Eigenschaften aufgebaut haben. Und das möchten wir gerne anderen Leuten zeigen und erklären, wie wir das machen, warum wir das machen und wieso wir das für reproduzierbar halten. Hoffentlich soweit klar. Das heißt, der VVW ist der Träger der Werkstatt Hobbyhimmel, die nur ein Markenname ist, wenn man so möchte. So, das hier sind quasi ein paar Punkte zur Übersicht, habt ihr aber wahrscheinlich auch schon in der Einladung zum Webinar gesehen gehabt. Also wichtig ist für mich immer die Zielsetzung, warum man überhaupt eine Werkstatt macht. Man fängt dann an mit Community Building, überlegt sich, mit welchem Konzept man arbeiten möchte. Wie gesagt, gibt es verschiedene. Welche Gesellschaftsform die richtige ist, was für Ausstattung, Räumlichkeiten und so weiter. Könnt ihr euch kurz durchlesen und dann geht es gleich weiter auf der nächsten Folie. Also diese Punkte werden wir abarbeiten. Ist auch wichtig, die seht ihr nachher auch immer links oben in der Überschrift, sieht man meine Maus wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn jemand später das anschaut, kann er da relativ schnell zu diesen Punkten dann durchspringen. So, also die erste Fragestellung ist, warum möchte ich eine offene Werkstatt machen? Ja, da ich habe, bevor ich selber hier die gegründet habe und das aktiv angegangen bin, habe ich sehr viele Werkstätten in Deutschland besucht und Marcom heißt Marketing Kommunikation, ist quasi nur so eine Abkürzung für, ich sag mal, Werbemaßnahmen. Man hätte auch Werbung hinschreiben können, aber in Neudeutsch ist das Marcom. Genau, also die Frage ist, warum möchte ich eine aufmachen? Ich habe nur geschrieben ich, weil ich spreche jetzt mit Einzelpersonen, vielleicht sind auch Leute, die eine Gruppe vertreten da oder mehrere aus einer Gruppe, die gemeinsam eine Werkstatt aufmachen wollen. Aber auch da sollte sich jede Person für sich überlegen, ja, warum möchte ich denn überhaupt eine Werkstatt machen? Weil dieses Thema wird uns quasi in den nächsten anderthalb Stunden immer wieder ereilen und wieder ankommen. Dass man eben sagt, der Grund, warum ich das möchte, entscheidet quasi über die Handlung, die ich danach oder die Entscheidung, die ich dann treffe. Und deswegen könnten wir genauso gut sagen, warum wollen wir eine Werkstatt machen? Aber dafür muss ja jeder erstmal für sich selbst klargestellt haben. Und wie gesagt, für mich eine elementare Frage. Ich habe mal ein paar Beispiele von Möglichkeiten, die ich alle auch schon mal so gehört habe. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte damit Geld verdienen. Ja, ich möchte ein Business aufbauen. Es gibt Leute, die sagen, mir macht Handwerken so viel Spaß und wenn ich damit noch ein bisschen Geld, also wenn ich davon leben kann, dann ist es auch schön, quasi ein Hobby zum Beruf machen. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte das quasi aus Social Impact, also ein soziales Unternehmen aufbauen. Dann gibt es wieder andere Werkstätten, die sagen, wir möchten speziell auf Startup, Produktentwicklung, Prototypen hinzielen. Ja, das ist quasi auch ein Grund. Oder weil sie einfach einen Treffpunkt für andere Maker, also wie so eine Art Coworking-Space machen möchten. Es gibt aber auch einige Werkstätten, die zählen grob zu offenen Werkstätten, weil sie halt für alle Mitarbeiter beispielsweise offen sind, in Konzernen. Ja, die haben dann In-House-Fab-Labs oder In-House-Maker-Spaces. Und deswegen habe ich die auch, das könnte auch sein, dass jemand deswegen hier zuhört. Aber es gibt auch immer mehr Universitäten und Hochschulen, die eigene Maker-Spaces machen möchten für die Studenten. Es gibt Städte, die das Thema angehen. Das heißt, es kann sein, dass der Bürgermeister sagt, finde ich ganz toll, der Gemeinderat oder wie gesagt der Chef. Bei uns, und das ist ja auch der letzte Punkt, geht es vor allem um Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Das sind quasi so bei uns die Haupttriebfedern, warum wir dieses Projekt machen oder auch warum ich es
seit Jahren so betreibe. Ja, das wäre, jetzt versuche ich mit Pfeiltasten weiterzugehen, das geht natürlich nicht, muss ich da oben hin. Genau, diese Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeitsthematik, da lässt sich für mich diese offene Werkstattthematik sehr gut in drei Rubriken teilen, wo ich immer sage, deswegen ist eine offene Werkstatt für mich ein sehr nachhaltiges Gebilde, weil man sehr viel teilen kann. Also klar, Werkzeug teilt man nicht, jeder braucht jedes Werkzeug besitzen, um es einmal alle 3 Jahre aus dem Keller zu holen. Man teilt den Raum mit anderen Menschen, ja, dass, wie gesagt, auch nicht jeder einen Bastelkeller bevorraten muss. Ganz wichtiger Punkt ist, dass man das Wissen teilt. Also was hier an Netzwerk und an Wissensaustausch von verschiedenen Leuten und verschiedenen Bereichen geschieht, das ist einfach sehr, sehr schön und auch mittlerweile mit der beste Effekt dabei. Und man teilt einfach seine Zeit mit anderen Leuten. Und genauso das Thema Reparieren. Reparieren kann man alles Mögliche. Ich habe jetzt mal Recyceln, Upcyceln auch dazu gepackt, weil bei Reparieren geht es quasi, Dinge wieder instand zu setzen oder ihren Wert wieder zu erhöhen. Und in ähnlicher Richtung geht eben auch dieses Recyceln, Upcyceln. Und ein Thema ist eben auch dieses Selbermachen. Wenn man Dinge selber hergestellt hat, hat man einfach einen anderen Bezug dazu. Ein Möbelstück, das man selber aufwendig geschliffen und gebaut hat und sich überlegt, wie man es macht. Das hält länger, ja, weil einfach es ein Unterschied ist, ob ich ein Regal für 20 Euro im Discounter kaufe oder ob ich selber da lange viel Zeit mit verbringe. Und was ich auch selber gebaut habe, weiß ich, wie es funktioniert. Also kann jetzt ein Möbel sein, kann aber auch ein elektronisches Gerät sein. Und kann das dadurch auch besser warten, besser reparieren. Und ich lege auch viel mehr Wert auf höherwertige Komponenten. Und einfach die Handarbeit wird da einfach auch geschult. Also handwerkliche Fähigkeiten sind bei immer weiter absinkenden, wie soll ich sagen, technischen Klassen in den Schulen ein wichtiger Punkt. Also das ist quasi unser, damit ihr versteht, warum betreiben wir die Werkstatt hier, wie gesagt, und warum entscheiden wir oder warum haben wir gewisse Entscheidungen so getroffen. So, das wäre jetzt, dann würde ich hier kurz eine Pause machen. Gibt es schon direkt Fragen dazu? Tom, du kannst dich gerne kurz einklinken. Ich sehe dein Icon gar nicht. Bist du rausgeflogen? Ich hoffe, du bist noch da. War das alles soweit verständlich? Zu schnell? Ich bin da. Gibt's schon? Ich weiß nicht, ob die Leute sich jetzt per Telefon anrufen oder ob sie schreiben möchten. Also jeder kann sich, wie gesagt, akustisch, visuell einklinken. Der muss mir kurz eine Nachricht im Chatfenster schreiben. Ich aktiviere diesen Teilnehmer, diese Teilnehmerin dann. Dann kann man selber sprechen. Oder einfach im Chatfenster eure Fragen, Hinweise, Anregungen an den Martin formulieren. Wenn nichts kommt jetzt, dann macht Martin einfach weiter. Wie gesagt, auch gerne. Ja, die dann auch ein bisschen länger dauern. Ja, dann mach weiter. Um mich zu irritieren, mache ich immer mein Bild wieder weg und auch das Mikro aus, damit, falls hier jemand reinkommt oder so, es nicht zu laut wird. Ah, okay. Aber ich glaube, bisher läuft es flüssig. Also ich bin wieder weg. Sehr gut. Da gibt der Tom uns Bandbreite frei, dass die Folien sauber durchflutschen können. Genau, der nächste Punkt habt ihr schon gespickelt, habe ich schon zu vorgeklickt, geht um das Thema Community aufbauen, weil alleine eine Werkstatt zu gründen, also ich habe den Hobby damit auch nicht alleine aufgezogen, ganz klar. Ich hatte vielleicht ursprünglich die Idee und habe dann auch ein bisschen Geld reingesteckt und auch sehr viel Zeit, aber ganz alleine gibt es so viele Themen, die man machen muss, so viel Arbeit zu tun, alleine wird es eher nichts. Es gibt bestimmt auch immer Sonderfälle. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Gleichgesinnte findet. Und das fängt quasi schon vor, bevor man irgendwas anderes anfängt, sucht man sich erstmal eine Gruppe, wo man sagt, mit denen, die können mitmachen, die würden es auch mit unterstützen. Wir tun es einfach auf verschiedene Schultern verteilen, diese Aufgabe. Und dieses Community aufbauen, also Netzwerk, Bekanntschaften, Leute, die von eurer Idee dann erfahren und das auch gut finden und auch vielleicht wieder weitertragen, ja, das braucht einfach Zeit, ja, man muss ganz oft die Geschichte wiederholen, was man vorhat, wo, wie, mit wem und so weiter, und also man muss ganz viel über das Projekt sprechen. Das muss einem liegen, ja, die Leute, die hier in der Werkstatt mit sind, die wissen, dass es eins von den Spezialitäten ist, lange quatschen, nichts sagen, nee, habe ich jetzt gesagt, und aber es gibt auch endlos Gelegenheiten, ja, es gibt viele Events und viele Treffen und so weiter, wo dieses Thema aufkommt. Wo finde ich Gleichgesinnte, komme ich gleich drauf. Genau, und man sollte aber auch immer offen sein, also selbst wenn ihr jetzt schon quasi eine konkrete Vorstellung habt, wie ihr das machen möchtet, ist es natürlich einfacher oder besser, eine Community aufzubauen, und dann sagt jemand, ja, ich würde es gerne, euch schwebt eine reine Holzwerkstatt zum Beispiel vor, und dann sagt jemand, ja, aber das lässt sich doch gut mit Elektronik verbinden, da könnten wir
beleuchtete Möbel machen, als Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Ja, und wenn er dann sagt, nee, ich will nur Holz machen, und ihr bleibt bei der Geschichte sozusagen oder bei der Story, wird es unter Umständen schwerer, nur Leute zu finden, die auch nur Holz machen wollen. Wobei, wenn ihr sagt, wenn die Person sagt, hey, sie engagiert sich da richtig mit und übernimmt den Elektronik-Part, warum nicht gemeinsam was machen? Also das meine ich damit mit selber offen sein. Ja, das ist ja zum, das ist ja zum aktuellen Punkt, das, oder? Achso, zum kommenden. Nee, ich würde jetzt nacheinander, dann können wir das so ein bisschen bündeln, aber wenn ihr was Dringendes habt, was sich auf den Lippen brennt, gerne auch zwischendrin reinschmeißen. Ich schaue ab und zu mal nach unten. So, was haben wir gemacht oder was habe ich gemacht? Vor allem vor und aber auch nach dem Projektstart habe ich vor allem geschaut, dadurch, dass wir eben dieses Nachhaltigkeitsthematik bei uns die Triebfeder ist, dass wir eben Leute aus dieser Szene, dass ich da auf Veranstaltungen gehe, mich da engagiere. Also ich habe davor auch bei verschiedenen Repair-Cafés im Stuttgarter Westen, in Böblingen mitgemacht und mitrepariert und da eben den Leuten auch erklärt, das Repair-Café ist ein Übergangshobby von mir, aber das soll was Größeres werden mit der Werkstatt. Und aber auch die Startup-Szene, ja, weil eben ganz viele Startups eben auch eine Werkstatt zum Beispiel brauchen können für ihre Prototypen, für Modelle. Dann das Thema Sharing-Community. Sharing Community, Food Sharing, ja, wäre zum Beispiel Sharing Community, oder es gibt vielleicht einen Leihladen oder sowas, ja, wo man sagen kann, hey, vielleicht müssen die auch mal was reparieren oder, aber das sind einfach Leute, die auch diesen Mindset oder diese Gleichgesinnung haben von diesen inneren Antrieben, ja, weil Nutzer danach ist nochmal was anderes, aber Leute, die mitmachen, die aktiv mitmachen, das ist, die sich wirklich dauerhaft auch einbringen, das ist kein einfaches Unterfangen und die sind auch wirklich das Wertvollste, was man am Projekt haben kann. Weil wie gesagt, alleine sehr schwer. Dann das Thema Lastenrad, Fahrradszene. Ja, das sind eben auch Leute, die eher ökologisch, bewusst, nachhaltig und so weiter unterwegs sind. Was ich dann noch meine mit Nachhaltigkeits-Fairtrade-Initiativen wäre zum Beispiel auch noch so mit Urban Gardening oder Fair Clothing oder Klamottenreparatur. Vielleicht gibt es ja auch schon Einzelinitiativen, die sich jetzt nur auf Textilreparatur spezialisiert haben. Und da kann man sagen, hey, könnt ihr später bei uns in der Werkstatt machen. Also solche Themen. Ich habe noch die Gemeinwohlökonomie, weil ich da auch quasi vor der Werkstattgründung auch danach noch aktiv war. Wir haben auch selber zwei, falls es dem einen oder anderen nicht sagt, könnt ihr gerne mal googeln. Ist ein sehr spannendes Thema als alternatives Wirtschaftsmodell. Wir haben selber 2017 eine Gemeinwohlbilanz erstellt, einfach quasi um uns selber zu beleuchten, wie gut oder schlecht arbeiten wir im Sinne des Gemeinwohls. Und wie gesagt, da gibt es bestimmt noch jede Menge andere Beispiele kommt, und Möglichkeiten. Kommt nur darauf an, wo ihr seid, wo ihr einen Draht dazu habt. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man da schon mal anfängt. So, das wäre quasi so dieser Blog Community. Gibt es dazu noch Fragen oder war das ausreichend für, wo finde ich die? Also kann ich natürlich nicht sagen, kann ich hier für Stuttgart sagen. Da kenne ich die Leute oder da kenne ich mich einigermaßen mittlerweile aus, aber für andere Städte weiß ich natürlich nicht, was da los ist. Ah ja, sehr schön. Foodsharing-Karte ist da unten drauf. Urban Gardening ist zum Beispiel auch ein Projekt, was auch vom Verbund, also von der Anstiftung, sehr stark gefördert wird. Also da gibt es bestimmt auch, genauso wie die Repair-Cafés, da kriegt ihr beim Tom auf jeden Fall auch gute Infos. Genau, Karte von morgen sind auch sehr viele Nachhaltigkeitsprojekte drauf. Da werdet ihr auch uns finden. Was auch noch gut sein kann, das ist ja quasi so die Open-Source-Community, also Linux. Geschichten, Open Source Software, Open Source Hardware, ja, denen man dann vielleicht auch einen Treffpunkt für mit der Werkstatt anbietet und dass die sagen, okay, wir können uns hier treffen und wir kümmern uns vielleicht um die IT-Infrastruktur. Als nur als ein Beispiel. Sehr gut, wenn ihr sonst gerade keine direkten Fragen habt, würde ich auch schon direkt zum nächsten, oder? Mal, wie viel Gleichgesinnte? Ja, das ist eine gute Frage. Wie viele Gleichgesinnte sind denn nötig? Wie viel waren wir damals? Gute Frage, schwere Frage. Also bei mir war das so, ich habe damals quasi aufgehört zu arbeiten und habe gesagt, okay, ich ziehe jetzt das Projekt durch, Vollzeit. Und war auf Hallensuche, kommen wir später noch dazu, was man da beachten muss. Und das hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich die Halle gefunden habe. Und in dieser Zeit, also was Passendes, was meinen Anforderungen, kommen wir auch nachher dazu, entsprochen hat. Und das heißt, während dieser Suchphase habe ich dann natürlich die Zeit genutzt und andere Leute kennengelernt. Und als ich dann die Halle gefunden habe, da hatte ich eben schon Leute, die mich kontaktiert oder deren Kontaktdaten ich hatte, wo ich Netzwerk hatte. Und dann habe ich eben Rundmails geschrieben und die auf dem Mailverteiler, den ich damals schon aufgesetzt hatte, über eine Webseite, kommen wir auch später noch dazu,
alle angeschrieben und habe zu dem Infoabend geladen. Und da, so gesehen war ich da noch alleine. Und da kamen 35, 40 Leute. Da hatte ich hier schon die Halle so ein bisschen vollgestellt. Kann ich nachher mal zeigen, das Bild. Und die kamen dann, habe ich denen 2 Stunden lang erklärt, was ich genau vorhabe, wie das Konzept aussehen soll. Und habe danach gesagt, so, wer da jetzt Lust hat mitzumachen, der kann sich gerne hier melden und dann werden Aufgaben verteilt, vereinfacht gesagt. Und genau, da sind einige davon sind da bis heute noch hängen geblieben. Aber ob es jetzt damals mit 5 weniger auch so gut geklappt hätte oder mit 10 mehr schneller gegangen, wie auch immer, kann ich jetzt nicht, kann man nicht sagen. Also da ist es auch gut, wenn ihr da viele andere Werkstätten, wie gesagt, wir haben halt ein Beispiel hier, ja, aber in Deutschland gibt es, glaube ich, über 200 offene Werkstätten und die darunter firmieren. Da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen, ich sag mal, Hackerspaces oder Fablabs und Makerspaces und offenen Werkstätten. Ich differenziere da mal ein bisschen. Aber die gehen alle in dieser Kategorie unter. Und deswegen solltet ihr einfach schauen, dass ihr mit vielen Leuten sprecht und dann werdet ihr schon eher merken, vielleicht für ein Fablab, für ein kleineres, sind viel weniger Leute notwendig wie für eine über 300 Quadratmeter große Werkstatt. Sehr schön. Der Tom, der versorgt uns da mit lauter Links hervorragend. Genau, dann will ich auch weiter. Facebook. Jetzt hat er eine Pause. Ungefähr 13. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Also als Referenz. 13 Interessierte. Also wenn da, schon als Vereinsgründung, wenn die alle aktive Mitmacher werden, dann denke ich, ist es auf jeden Fall ausreichend. Also ich sag, man braucht natürlich am Anfang viel Aufwendung für Umbau und Ausstattung und so weiter. Es ist immer auch die Frage, wie aktiv die Leute es betreiben. Ja, wenn alle sagen, ja, wir sind zwar 10 Leute, aber jeder von uns investiert dafür nur 2 Stunden in der Woche, ist auch wieder die Frage, wie viel Werkstatt kann man damit aufbauen, wie viel betreiben. So, ich mache dann nochmal weiter hier. Hier habe ich nochmal ein paar Partner quasi als Logo, da hat man es ein bisschen plastischer vor Augen. Wer da mitgehört. Also im Verbund habe ich mich eben rumgetrieben, die Foodsharing Community, Repair Café, nicht nur das in Stuttgart Westen, auch in Böblingen, auch mit anderen Leuten aus Repair Cafés Kontakt gehabt, Open Source Gemeinde, Gemeinwohl, Community, Lastenrad, Slowtech war noch auch so ein nachhaltiges Startup, also es ging eher in die Richtung, da der Kontakt. So, dann das Konzept. Also, das ist ein großer Punkt, weil Konzepte an offenen Werkstätten gibt es ganz viele. Ja, es gibt was meine ich mit, also hier habt ihr ein paar Punkte, ich werde die kurz erklären. Offen geschlossen. Ja, wir sind quasi wirklich offen, wir haben jeden Tag für jeden geöffnet. Das heißt, ihr könnt hierher kommen und sagen, ich würde gerne meinen Stuhl abschleifen, nehme ich immer als einfaches Beispiel, kann jeder was mit anfangen. Und 5 bis 10 Minuten später steht ihr mit dem Schleifgerät in der Kabine und könnt euren Stuhl abschleifen. So, und es gibt eher geschlossene Geschichten, die sagen, wir sind ein Verein von 50 Leuten, 20 Leuten, 100, 200. Und du musst Mitglied werden im Verein und musst oder kann, und dann kannst du quasi die Räumlichkeiten nutzen. Oder wir haben einmal die Woche oder einmal im Monat einen offenen Tag, wo auch jeder kommen kann. Und das ist dann quasi eher so eine vereinsgeschlossenere Geschichte für mich. Also das ist ja auch alles nicht schwarz-weiß, sondern das ist quasi nur, dass es verschiedene Varianten davon gibt. Das ist quasi auch der nächste Punkt, dieses vereinsintern, ja, nur für Mitglieder oder wie wir es machen, 7 Tage die Woche für jeden geöffnet. Und dann ist eben die Frage, konzentriert man sich eher auf Spezialthemen? Also ich habe reine Holzwerkstätten gesehen, ich habe reine Textilwerkstätten gesehen, ich habe reine Schmiedewerkstätten gesehen. Dann das ganze FabLab-Zeug, wo es eben speziell um moderne Produktionsmethoden, also Laser, CNC, 3D-Drucker. Ja, das sind quasi spezial offene Werkstätten, weil die einen kleinen Bereich abdecken. Und wir haben aber im Gegensatz dazu haben wir ein sehr breites Angebot. Also wir haben eine Holzwerkstatt, wir haben eine Metallwerkstatt, wir haben einen Elektronikbereich, wir haben einen FabLab-Bereich. Wir haben einige Nähmaschinen, wir haben komplette Fahrradwerkzeuge da, wir haben Farben und Folien und so weiter, wir haben noch einen Gartenbereich draußen. Also von dem her würde ich das als eher breiteres Angebot ansehen. Dann günstig teuer, ja, also ihr könnt mal bei uns auf die Webseite gucken, vielleicht kann Tom das nachher mal rein, die Preisliste. Bei uns ist man ab 2-3 Euro die Stunde dabei, das würde ich als eher günstig ansehen. Wenn ich mir jetzt andere große Makerspaces anschaue, da ist man dann bei einem Tagessatz, weiß ich nicht, von 50 Euro oder sowas. Ja, und das geht dann eher in die teurere Richtung, wo ich sage, lohnt sich da für die Leute schon, wieder den Stuhl abzuschleifen, um ihn länger zu nutzen. Ja, weil wenn uns jemand 3 Stunden schleift mit Gerät, dann ist er bei 9 Euro. Und da sagen die meisten, naja, für 9 Euro, da schleife ich ihn ab und mache noch ein bisschen Lack drauf oder Öl. Und dann ist er wieder gut.
Wenn ich aber dafür für ein Tages- oder für, weil ich eben nur Tagestickets vielleicht bekomme, dafür 50 Euro, dann sage ich, oh, vielleicht schmeiße ich ihn weg und kaufe mir dafür einen neuen Stuhl. Weiß ich nicht, aber unser Thema ist eben das möglichst günstig, niederschwellig. Ja, komme ich nachher drauf, Fabian, auf das Thema, wie stellt man das sicher, dass die Leute da sicher arbeiten. Genau, das ist ja auch das Thema mit freizügig geregelt. Also in Vereinen geht es um, ist oftmals eher freizügiger, dass man sagt, ja, alles gehört ja allen und jeder kann machen, wie er will. Und der die Einweisung hat, kann die Einweisung auch an jemand anders geben, für eine Maschine zum Beispiel. Und bei uns ist es sehr klar geregelt, wer Einweisungen gibt, was die Einweisungen beinhalten. Damit gehe ich gerade quasi schon auf die Frage ein bisschen ein. Also es gibt eben gewisse Maschinen, die sind bei uns einweisungspflichtig, die sind auch auf einer Liste drauf, seht ihr auch auf der Preisseite. Dazu gehört die Kreissäge, die Bandsäge, Drehbank, Fräse, die Maschinen, die gefährlich sind, aber auch die Maschinen, die teuer sind oder die Maschinen, die kompliziert sind. Wo wir einfach sagen, da wollen wir den Nutzer schützen, wir wollen aber auch die Maschinen schützen, ja, dass denen nichts passiert, nach Möglichkeit. Ausschließen kann man es natürlich nie. Und deswegen, es gibt ganz klare Prozedere und wer welche und mit welchem Zeugnis, wenn da jetzt jemand Schreiner ist und der bringt sein Zeugnis mit, wir machen davon eine Kopie, ja, dann muss er da zum Beispiel nur eine ganz kurze Einweisung machen. Aber wenn jemand gar keine Ahnung davon hat, dann ist er eine Stunde bei uns an der Kreissäge beim Einweisen. Findet auch gerade Hobeleinweisung statt, hört man vielleicht im Hintergrund, ich bitte es zu entschuldigen, aber authentischer war es dann, wenn ich es in der Werkstatt mache. Außerdem hatte ich vorhin hier noch was zu tun. Genau, dann das Thema Selbsttragen gefördert. Ich war 2014, noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, in Potsdam auf einem Event vom Verbund. Fand ich sehr toll, was sie immer für Spezialthemen an Workshops anbieten. Da ging es um die Finanzierung von offenen Werkstätten. Und der damalige Leiter, der das Seminar geleitet hat, der hat gemeint, er kennt keine Werkstatt, die sich selber trägt, finanziell. Und ich war quasi mit dem Gedanken hingekommen, dass ich sage, ich will eine Werkstatt, die nicht von irgendjemand abhängig ist, sondern die sich selber trägt. Da dachte ich schon, oh, wenn es das gar nicht gibt, ist es denn überhaupt möglich? Und deswegen, also es gibt sicherlich ein paar, die sich auch selber tragen, aber es gibt auch einige, die wirklich von der Stadt abhängig sind oder von anderen Stiftungen oder Vereinen oder von ständigen Förderanträgen schreiben. Ja, dieser Vortragende meinte damals, glaube ich, er muss 35 Förderanträge im Jahr schreiben, um quasi seinen laufenden Betrieb am Laufen zu halten. Ich sagte, ja gut, bevor ich 35 Förderanträge schreibe, dann gucke ich lieber, dass ich in der Zeit versuche, genug Geld für die Miete und alles reinzubekommen. Also Tom, du kannst mich da gerne unterbrechen oder korrigieren. Du hast da sicherlich einen besseren Überblick. Ich hatte nur einen kleinen Ausschnitt auch von Werkstätten. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Kostenblock. Und es gibt einige Werkstätten, die quasi ohne externe Gelder nicht ihren Betrieb so halten könnten. Also das weiß ich auf jeden Fall. Finanzierung ist ein Dauerthema, ja. Okay. Bei uns jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Also wir tragen uns seit über 2 Jahren komplett selber. Keine externen Fördermittel. Alles eigen bezahlt. Also ich habe klar eine Anschubfinanzierung gegeben, kommen wir nachher drauf. Aber mittlerweile ist schon lange nicht mehr nötig. Genau, dann ist eben die Frage, 25% Eigenfinanzierung oder 25% quasi externe Gelder. Wie gesagt, da geht es arg auseinander. Das kommt immer, wie gesagt, deswegen ist immer die Frage, welche Zielsetzung, welche Schwerpunkte, welche Größe. Okay, 75% externe Gelder. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, ja, da ist man natürlich sehr, ja, sagen wir auch abhängig, weil wenn da, ich sage mal, man kriegt das von irgendeiner Gemeinde, vom Gemeinderat oder sowas und der setzt sich aber nächstes Jahr aufgrund von Wahlen anders zusammen und die sagen, ja, Moment, aber wir haben andere Prioritäten, bei euch streichen wir mal, dann ist eben die Frage, wie es weitergeht. Also ja, okay, meine ich, damals war ich auch in Potsdam. Und das ist halt immer schwierig. Ich habe es auch zum Beispiel im Haus der Eigenarbeit mitbekommen gehabt, wo auch irgendwie die Stadt, glaube ich, gesagt hat, nee, kriegt nicht mehr ganz so viel Geld. Und ich gesagt, oh, wir sind aber eigentlich, haben wir damit geplant. Da musst du halt gucken, wo du bleibst. Das kann bei uns nicht, in dem Fall so nicht passieren. Ja, ich würde noch weitergehen. Wie gesagt, die Finanzierung kann man ganz Wochenende mitfüllen. Die Größe ist natürlich auch, ich war in Fab Labs, ich glaube in München war das damals, das war, glaube ich, 20 Quadratmeter, da war eine Couch, drei Schreibtische drin, ganz klein, das ist in so einem dritten Stock. Das war echt sehr klein und niedlich, hatte natürlich eine ganz andere Kostenstruktur, eine ganz andere Nutzerstruktur. So, aber es gibt eben auch 300 Quadratmeter, das ist nur ein Beispiel.
Makerspace München ist, glaube ich, 1500 Quadratmeter. Ja, das ist eine andere Größenordnung. Da spielt andere finanzielle Musik dahinter. Ja, ich weiß nicht, ob es das Fab Lab, da gab es, also in München gab es damals zwei oder drei Fab Labs und das war ein so ganz kleines, was frisch gegründet hatte. Und ja, also wie gesagt, die Größe und damit auch die Ausstattung und damit auch die Nutzerfrequenz und so weiter, das verzahnt sich alles, die ganze Themen. Dann der letzte Punkt wäre dies für das oder dit for dat oder quid pro quo, könnte man es auch sagen, ist quasi, die Leute helfen mit bei der Werkstatt und können sie dafür benutzen. Oder die Pauschalabrechnung, dass man sagt, wir zahlen alle 30 Euro im Monat und jeder kann nutzen, wie er möchte. So ist es nicht so. Wir haben so ein sogenanntes Pay-per-Use-Modell. Das heißt, alle Leute, die sich hier ehrenamtlich engagieren, machen das aus freien Stücken und bekommen dafür nichts in Gegenleistung. Das heißt nicht nichts, aber da komme ich auch nachher noch drauf. Wenig. Zumindest keine Werkstatt oder direkte Maschinennutzung. Wird nicht dokumentiert und aufgerechnet, sondern die zahlen, also ich zahle hier für die Werkstattnutzung, obwohl von mir eine Stange Geld drin ist und ich auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt habe, genauso wie viele andere auch. Wir zahlen quasi das Gleiche für die Werkstattnutzung. Wenn ich die Kreissäge eine halbe Stunde benutze, zahle ich genauso, 3 Euro, wie jemand, der heute zum ersten Mal reinkommt, die Kreissägeanweisung macht und danach noch eine halbe Stunde dran arbeitet. Zahlt auch nur 3 Euro. Also unsere Grundpolicy ist quasi, jeder, der das Projekt unterstützen möchte mit seiner Zeit, mit seinem Know-how, egal ob es im Bereich Marketing oder Werkstattaufsicht und so weiter ist, also der es unterstützen möchte, macht das aus freien Stücken, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und der es nutzt, alle, die es nutzen, zahlen aber gleich viel, damit es eben sauber getrennt ist und auch nicht dieser Neid aufkommt, der hat 4 Stunden aufgeschrieben, aber war eigentlich nur 3 Stunden aktiv und dafür will er jetzt wieder 2 Stunden kreissägen und so weiter. Weil A, wirst du ja verrückt mit der Abrechnung und B, habe ich bei dem, wie gesagt, ich habe über 20 Werkstätten in Deutschland besucht, damals auf der Recherche, war ganz oft dieses, ja, ich sage jetzt mal nicht Neid, aber dieses gefühlte Lagerbildung oder Ungleichbehandlung und so weiter. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber das wollte ich mir auf jeden Fall umgehen und deswegen sind wir jetzt von Anfang an quasi auf dieser Schiene gefahren und ist auch von allen so akzeptiert. Genau, das wäre das Konzept. Hier seht ihr noch, für welche Punkte wir uns jetzt quasi entschieden haben. Nur so als, als Reminder später, wenn man es sich nochmal anschaut, sind wir ja gerade schon auf alle eingegangen. Und was ich auch das Schöne finde an diesem breit aufgestellt, ist einfach, wenn ich jetzt nur eine Holzwerkstatt habe, ja, dann habe ich halt nur Holzköpfe. Nicht böse, ja, sondern halt nur Leute, die in Holz denken. Wenn ich aber eine Holzwerkstatt, neben einer Metallwerkstatt, neben einer Elektronikwerkstatt, dann können die sich auf eine ganz andere Art befruchten und, ihr wisst, was ich meine, befruchten und inspirieren. Ja, und man läuft mal bei denen vorbei und sagt, wow, ist ja cool, wie läuft es mit der LED und mit dem Batteriepack und mit dem Schalter? Könnte man das auch bei mir in meinen Tisch einbauen? Einfach, wie gesagt, einfache Beispiele. Aber das ist einfach ein ganz anderer Austausch, weil das halt quer gemischt ist. Also die Nutzerschaft hier ist deckt quasi einmal den Querschnitt durch die Gesellschaft ab. Und das macht es wirklich sehr spannend und macht einen sehr, sehr tollen Austausch möglich. Genau, hier noch zu den paar Besonderheiten. Ein paar habe ich schon gesagt. Also wir haben seit knapp über 4 Jahren jetzt 350 Tage im Jahr geöffnet. Wir haben nur zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir 2 Wochen geschlossen. Davon machen wir aber 3-4 Tage hier die Care Days, in denen reparieren wir, verschönern, machen irgendwelche Projekte, die seit langem liegen geblieben sind, zu Ende. Und wir haben 7 Tage die Woche geöffnet, auch an Wochenenden, Feiertagen. Öffnungszeiten findet ihr bei uns auf der Webseite. Wir haben damals angefangen mit 74 Stunden in der Woche, aber mittags war es einfach nicht so angenommen. Und als ich dann, war auf Dauer einfach nicht mit Ehrenamtlichen haltbar. Und jetzt haben wir uns bei 45 Stunden in der Woche eingependelt und es funktioniert ganz gut. Bei uns ist immer jemand an der Theke. Ich suche euch gleich mal einen Link raus, da könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon die Werkstatt quasi in dem, in der 3D-Tour mal angeschaut habt. Sonst schicke ich euch das kurz. Ihr könnt auch, oder ihr geht selber auf hobbyhimmel.de und dann, Moment, ich schicke euch gleich den Link in den Dinger hier rein. Aber ich sage es nebenher, dann auf Werkstatt, dann auf Übersicht. Ihr solltet natürlich nicht jetzt alle in der Werkstatt hier rumgeistern, das ist quasi Google Street View für die Werkstatt. Hier ist der Link. Genau, und da könnt ihr quasi wie bei Google Street View
könnt ihr euch die Werkstatt anschauen. Und das erste Bild, was ihr sehen müsstet, wäre quasi der Eingang, wo gleich rechts eine Theke ist. Ja? Und da wird man quasi empfangen, da muss man sich anmelden. Und da ist immer, also von uns, vom Team, ja, ist immer einer da, der quasi Werkstattaufsicht hat. Und wenn keiner da ist, wenn sich keiner findet, was ein, zwei Mal im Jahr vorkommt, dass die Person früher gehen muss oder verspätet kommt, dann ist eben zu. Aber dann hängt an der Tür ein Schild, hey, wenn die Tür zu ist, zu den Öffnungszeiten, tut es uns sehr leid, aus XY Gründen, aber werde doch selber aktiv und mach mit bei uns und dann wäre jetzt auch geöffnet, so in dem Genre. Also wir versuchen halt, die Leute da zum aktiven Mitmachen zu bekommen. Genau, und da seht ihr auch die verschiedenen Bereiche. Ich dachte, ich könnte hier Screensharing machen, das geht leider mit dem, ich habe beim Mac erst, wir haben 300 Quadratmeter, aber wir haben, also die Halle hat 300 Quadratmeter, aber wir haben noch so Zwischenemporen eingebaut, plus wir haben noch ein bisschen in der Vorderhalle ein bisschen Fläche und hinter dem Hof ein bisschen Fläche. Also ich würde sagen, ja, 320 bis 350 Quadratmeter Nutzfläche. Ah, Hallenplan gesamt, genau. Da ist er auch sehr gut, toller Profi, Co-Moderator hier. Genau, also da seht ihr auch die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Ausstellungsgeschichten. Und wie gesagt, das Besondere bei unserem Konzept sind eben diese niederschwellige Zugang, dass eben die Leute nicht überlegen müssen, ja, haben die jetzt Donnerstag von 17 bis 19 Uhr und dann wieder Samstag von 15 bis 18 Uhr. Wenn wir dann nur 2, 3, 4 Stunden sind, dann kommt man quasi fast gar nicht zum Arbeiten, weil man dann schon wieder aufräumen und los muss. Das heißt, diese Niederschwelligkeit, dass jeder jeden Tag das nutzen kann, zu geringem Entgelt und die Möglichkeit hat, mit der Zeit alle Maschinen zu benutzen, selber zu benutzen. Und wir sind eben komplett eigenfinanziert, also wir bekommen auch mal eine Spende und so weiter, aber die ist nicht für unseren Betrieb notwendig. Das heißt, wir können unseren Betrieb komplett ohne Spenden laufen lassen. Wenn wir natürlich was bekommen, nehmen wir das auch gerne und können damit einfach nochmal was verbessern, nochmal eine größere Extramaschine oder einen Ersatz oder größere Reparaturen, Ausbau, weiteren Ausbau. Wir haben jetzt die Toilette selber komplett ausgebaut, das waren ein paar Euro 50. Und genau, dann investieren wir einfach das dann da wieder rein. Wir haben auch einen sehr soliden Kontostand, also für andere Vereine ist es, ja, sieht es da nicht ganz so aus. Wir sind sehr zufrieden. Und wir sind eben komplett 100% ehrenamtlich betrieben, bis auf, deswegen habe ich es reingeschrieben, außer Kurse. Leute, die bei uns Kurse anbieten, das sind die einzigen, die hier Geld verdienen, weil die machen das auf eigene Verantwortung, die tun die selber organisieren, tun die vorbereiten, besorgen das Material, überlegen, was für Inhalte sie machen, legen selber ihren Preis fest und, führen die dann auch komplett durch. Und davon, von der Kursgebühr, gehen quasi 20% an die Werkstatt und der Rest darf der Kursleiter behalten. Also sind quasi wie so Mikrounternehmer und das meiste läuft da auf Übungsleiterpauschale, weil das eben, da wir ein gemeinsamer Verein sind, unser Satzungszweck ist. Wenn ich jetzt die nächste Folie sehen würde, so muss ich immer schnell vorblättern. Genau, dann wäre es jetzt erstmal so zu dem Konzeptthema. Wie gesagt, das ist quasi unser Hauskonzept, könnte man sagen. Habt ihr dazu gerade Fragen? War das verständlich? Manchmal rede ich ein bisschen schnell. Ich weiß, ich hoffe, dass es... Aber später, wenn ich glaube, der Tom lädt es auf YouTube hoch, dann könnt ihr einfach den Geschwindigkeitsregler auf 0,75 setzen. Dann geht es wieder. Wie groß das Einzugsgebiet ist? Ja, das ist erstaunlich groß, weil es noch nicht so viele offene Werkstätten hier gibt. Könnt ihr mal auf der Verbundseite anschauen. Da gibt es zwar ein paar kleinere Punkte um uns drumherum. Aber wir haben Leute, die fahren auch mal 50 bis 100 Kilometer. Ja, wir hatten jemanden, der kam aus Studensee, das ist überhalb von Karlsruhe. Das sind wahrscheinlich 70 Kilometer. Wir haben Leute, die kommen, also wir sind direkt Stuttgart im Industriegebiet, Stuttgart Nordwest, sage ich mal, aber zählt noch zum Kern Stuttgart. Aber wir haben Leute aus Heilbronn bis fast Ulm hinter Göppingen, ja, runter Richtung Calw. Also das, also der Großteil ist natürlich hier 20 Kilometer, würde ich sagen, 10, 20 Kilometer, aber doch auch mal 50, mal 100 dabei. Ja, Gaußsche Normalverteilung, versteht sich. Ja, genau, da ist die Werkstattsuche, da kann man... Genau, Kurse sind 20% für die Werkstatt. Das heißt, wenn jemand, der, ich sag mal, die Paulina, die macht bei uns immer sehr viele Schnitzkurse, kostet zum Beispiel der Schnitzkurs 4 Stunden, 5 Stunden, 50 Euro, dann kriegt pro Teilnehmer, der mitmacht, gehen 10 Euro an die Werkstatt. Ja, dafür kriegt sie eben, also die ganze Werkstattgeschichte, wir kaufen auch immer wieder Werkzeug für die Kursleute, also ihre Schnitzmesser. Der Kurs ist natürlich niedriger, da kriegt die Werkstatt auch weniger, wie zum Beispiel beim Schweißkurs. Aber da stellen wir natürlich auch Schweißgeräte und Gas und Draht und Schutzausrüstung und so weiter. Das ist natürlich unser Invest und unser Beitrag zum Kurs auch ein höherer.
Wobei, wenn die Leute weniger verdienen, haben wir auch keinen Stress, weniger damit zu verdienen. Aber es gibt auch Leute, die bieten quasi Social Profit Kurse, nennen wir das, an. Zum Beispiel der Lötkurs oder der Kosmetikkurs. Die verzichten einfach auf ihre Gage, ja, und sagen, okay, ich nehme 20 € pro Teilnehmer, 15 € pro Teilnehmer für einen Lötkurs, 2, 3 Stunden. Das ganze Geld geht an die Werkstatt, weil das quasi mein Beitrag ist, diesen Kurs als, ja, als Spende zu organisieren. Es gibt manche Leute, die sagen, wir machen 50-50 mit der Werkstatt, aber der Mindestsatz ist einfach, diese 20% gehen an die Werkstatt. Genau, zum Verein komme ich nachher noch drauf, weil wir da quasi drei verschiedene Personengruppen haben, die das, ja, wo wir da ein bisschen unterscheiden. Ich muss gerade mal schauen, in welchem. Ja, ja, kommen wir nachher drauf. Oder ich schneide es kurz an, aber dann seht ihr es nachher nochmal. Also im Verein haben wir, weiß nicht, 60, 70 Mitglieder, würde ich schätzen. Aber Vereinsmitglieder haben bei uns tendenziell nichts mit dem Werkstattbetrieb zu tun. Sondern es gibt Leute, die sind Vereinsmitglieder, die waren vielleicht jetzt zur Vereinsgründung und die haben wir seitdem unter Umständen nie wieder hier gesehen. Ja, die unterstützen einfach diesen Verein aus ideellen Gründen, weil sie sagen, finde ich gut, was sie machen, unterstützenswert. Wie bin ich jetzt, ich bin beim Tierschutzverein Mitglied seit Jahren, aber da war ich nie und mache da auch nichts, aber ich zahle halt jedes Jahr. So, und genau solche Mitglieder gibt es auch. Und dann der große Block oder der wichtigste Block bei uns sind eben, also das sind eben die Mitglieder. Und da gibt es dann der wichtigste Block bei uns sind die Mitmacher. Das sind die, die aktiv die Werkstatt betreiben. Ja, die machen hier Thekendienst, die kümmern sich um die Website, die kümmern sich um Social Media, die kümmern sich um die Reparaturen, die kümmern sich um die Einweisungen. Also Kurse ist nicht gleich Einweisung. Einweisung ist wirklich nur, du lernst die Maschine. Kurs ist, wir basteln irgendwas, in der Regel 3, 4, 5 Stunden. Einweisung zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Deswegen da unterscheiden wir. Und also die hier den Ausbau machen, die einkaufen gehen, die den Müll wegbringen und so weiter, das sind die Mitmacher, das sind die wichtigen Leute und da haben wir so um die 40 rum. Auch da manche sehr aktiv, dann manche wieder weniger aktiv, manche vollzeitberuflich, manche halbtags beschäftigt, aber in der Regel manche mit Kindern. Ja, also jeder kann hier einbringen, wie er möchte, wie er Zeit dafür findet. Und dann gibt es eben noch den großen Block der Nutzer, da kann man nachher noch ein paar Zahlen. Das sind quasi, die nutzen die Werkstatt, kommen, sind 2 Stunden da, zahlen, gehen, erledigt. Ja? Und machen nicht mit, sind kein Vereinsmitglied. Also wir haben quasi die Schnittstellen aus allen drei gibt es. Ja? Also ich bin Nutzer, Mitglied und Mitmacher, also Vereinsmitglied und Mitmacher, weil ich mich hier engagiere. Es gibt aber auch Leute, die sind nur Nutzer und Mitmacher, aber zum Beispiel kein Vereinsmitglied. Weil sie sagen, auch die 60 € im Jahr, was es kostet mindestens, brauche ich nicht, möchte ich nicht, warum auch immer. Und deswegen gibt es quasi diese drei Kombinationen, also wie gesagt, das ist bei uns Nutzer, Mitmacher und Vereinsmitglieder, gibt es in jeder Konstellation zusammengewürfelt. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, wie viele Mitglieder. Ob wir Spendenquittungen ausstellen für Social Profit Kurse? Nee, machen wir nicht, könnten wir aber wahrscheinlich, weil die ja, ob die das Geld jetzt einnehmen und danach wieder spenden, könnten wir machen, aber wollen die Leute meistens gar nicht. Also könnte ich mal ansprechen, ob sie nicht auch dafür eine haben möchten. Ja, wie erfassen wir die Gebühr? Da kommen wir nachher nochmal zu den Prozessen. Ist auf Vertrauensbasis, also jemand sagt, ich habe eine halbe Stunde an der Kreissäge gearbeitet, dann glauben wir das. Wenn natürlich jemand wirklich aktiv da gearbeitet hat, und dann kann schon sein, dass wir sagen, sorry, das ist aber nicht eine halbe Stunde gewesen. Und dann versuchen wir dem nochmal zu erklären, dass es nicht die Zeit ist, wo sich das Blatt dreht, sondern die Zeit, wo die Maschine okkupiert. Ja, ich sage den Leuten immer, ihr zahlt bei der Bowlingbahn auch nicht pro geworfene Kugel, sondern wenn ihr eine Stunde die Bowlingbahn belegt, ist dem Betreiber egal, ob ihr eine Kugel runterschmeißt oder 50 die Bahn. Und das ist auf Vertrauensbasis funktioniert. Das Einzige, wo wir ein Messgerät haben, ist der Laser, weil der die Leute immer vergessen haben, ihre Zeiten aufzuschreiben. Das heißt, da haben wir quasi so eine kleine Digitaluhr, wenn die Signalleuchte angeht, kriegt die ein Signal und fängt dann an zu zählen und zählt dann quasi immer Minutentakt die Lasernutzung mit und dann können wir das einfach an der Theke, das sieht man von der Theke aus und dann kann die Person an der Theke einfach sagen, ja okay, du hast 15 Minuten auf Laser, schreibe ich dir auf, wird einzeln abgerechnet. Und die Zeit, wann sie kommen, wann sie gehen, wird bei uns protokolliert, also die melden sich an der Theke an, die melden sich ab und am Ende zahlen sie einfach per Bar oder per EC-Karte. Ja, oder es gibt eben Abo-Nutzer, die gibt es eben auch noch, zahlen einen monatlichen Beitrag, mindestens 6 Monate, und die können dann so oft kommen in der Zeit, wie sie möchten, und gibt es mit und ohne Elektrogeräte, also Handwerkzeuge, ich sag mal Stichsäge, Schleifgerät, Akkuschrauber und so.
Oberfräse, das wäre quasi bei dem großen Abo Plus dabei, kostet dann 35 Euro im Monat, das kleine kostet 20 Euro im Monat, das wäre ohne Elektrogerät, die würde man einzeln bezahlen. Aber immer muss man quasi Großgeräte, also Kreissäge, Drehbank, Fräse, 3D-Drucker, Laser, CNC, Schweißgeräte, das sind ja auch bei uns auf der Preisliste und der Spezialgeräte, die muss man extra bezahlen. Ja, also egal, ob man Abo-Nutzer ist, egal, ob man Mitglied ist, egal, ob man Einzel-Ein-Stunden-Nutzer ist. Und das finde ich das Schöne an dem, wie wir das machen, weil du kannst für eine Stunde herkommen, zahlst eine Stunde, gehst wieder und kommst nie wieder. Passiert selten, kann aber, könnte man genauso machen. Und bei anderen Werkstätten wird es da schon wieder, wie gesagt, schwieriger. Vor allem nicht 7 Tage in der Woche so frei. So, jetzt muss ich noch mal kurz lesen, dass ich da keine Frage... ich glaube, wir haben alle Fragen. Ja. Okay, passt es soweit? Haben wir dann alle Fragen geklärt? Ja, wir sonst einfach noch kurz nachschieben. Dann würde ich mit dem nächsten Punkt weitermachen. Jetzt waren wir beim Konzept. Das nächste ganz wichtige Punkt für die Gründung einer Werkstatt ist das Thema, welche Gesellschaftsform. Ja, also da hat man die Qual der Wahl. Tendenziell ist jede Form möglich. Also ich habe gesagt, ich habe als Einzelunternehmer gegründet. Ja, das heißt, man geht all in, was finanzielle und persönliche Haftung angeht. Ist nicht jetzt zwingend zu empfehlen. Aber bei den Kapitalgesellschaften, also können wir eine GmbH machen, man könnte eine UG machen, man könnte eine AG machen, man kann eben einen Verein machen, man kann alle dieser Kapitalgesellschaften oder dieser Mehrpersonengesellschaften, nagelt mich nicht bitte auf die Fachbegriffe fest, da gibt es schöne Übersicht im Internet, kann man auch alle nochmal als gemeinnützig machen, die man nochmal extra anerkennen lassen muss. Und das ist wieder, um wieder auf den Bogen zum Anfangspunkt zu spannen, was ist die Zielsetzung? Ja, weil will ich ein profitorientiertes Unternehmen draus machen und sagen, hey, wir bauen jeden Tag hier Prototypen, Auftragsarbeiten und, lassen aber auch noch ein paar Nutzer zu oder machen so eine Art Coworking. Ja, fünf Schreiner tun sich zusammen und nennen es vielleicht auch offene Werkstatt, wollen aber alle damit Geld verdienen, ja, dann ist für die natürlich der gemeinnützige Verein nicht die richtige Organisationsform. Dann eben, will man persönlichen Profit rausschlagen oder sagt man, mir geht es quasi um das Gemeinwohl. Ja, dann ist die Frage, also schränkt man natürlich die Auswahl schon sehr ein. Auch die Frage, wer soll später entscheiden? Ja, sollen alle, die hier mitmachen, entscheiden? Ja, bei uns, wir haben einmal im Monat das Donnerstags-Meeting und da kann jeder hinkommen, auch wenn man da vorne nie in der Werkstatt war, können wir einfach hinkommen. Jetzt wahrscheinlich nicht direkt mit entscheiden, da würde der Stimme nicht so viel Gehör geschenkt werden, also schon Gehör, aber hätte nicht so eine Last wie jemand, der hier 3 Tage in der Woche immer aktiv dabei ist. Die Person hat natürlich tendenziell mehr Gewicht bei der Entscheidung. Und sonst, also bei uns entscheiden quasi die mitmachen. Die Leute, die sich aktiv hier einbringen, die dürfen auch entscheiden. Auch wenn es um Neuanschaffungen, ja, wenn 2, 3 Leute sich einig sind, dass wir was Neues brauchen, das kostet 100 Euro, dann schreiben die eine Mail an der bei uns die Bestellung macht und sagen, hier, ich habe das mit Hans, Tom, Peter abgeklärt, wir wollen, und Marina natürlich, wir wollen eine neue Stichsäge, weil die andere kaputt ist. So, und dann wird die bestellt, oder dann würde der nochmal prüfen, bis zu einem gewissen Betrag kann er das selber entscheiden, aber sonst würde er mit dem Finanzvorstand einfach nur prüfen und sagen, hey, die wollen da jetzt für 1.000 Euro einen neuen 3D-Drucker, dann brauchen wir dann 5 Leute oder sowas, weiß gar nicht genau aktuell auswendig die Zahlen, und wenn dann die Finanzvorständin sagt, ja, ist gerade drin, dann könnten auch 5 Leute entscheiden, dass der bestellt wird. Bis zu einem gewissen, also das wäre dann schon der Maximalbereich. Wenn es größer wird, würden wir das natürlich regelmäßig besprechen. Genau, also wie gesagt, wer soll was entscheiden? Auch wie der Betrieb ist, wie die Öffnungszeiten und so weiter. Wenn einer sagt, ich zahle ja alles und ich stelle mich vorne hin, dann entscheide ich auch alles. Aber dann ist er unter Umständen vielleicht auch am Ende alleine da und ist die Frage, wie arg die Leute geneigt sind mitzumachen. Und das hängt stark von der Gesellschaftsform auch ab, dieses Mitsprache. Auch das Gründungskapital, ja, wo kommt es her? Wer stellt es zur Verfügung? Wie wird es vielleicht auch abgesichert, dass man eben sagt, okay, dafür gehören mir die Maschinen, bis sie eben abbezahlt sind und so weiter. Auch die Folgekosten muss man natürlich betrachten. Ein Verein, wo ich eine einfache Einnahmenüberschussrechnung machen kann, ist von der Steuerberatungskosten und auch vom Aufwand wahrscheinlich doch ein bisschen niedriger als eine GmbH. Wenn man jetzt natürlich einen Steuerberater in seinen Reihen hat, der sagt, kein Problem, kümmere ich mich drum, kann man sagen, okay, ich tendiere eher zu einer GmbH wie zu einem gemeinnützigen Verein, weil das da und da Vorteile bringt oder wie auch immer. Wenn man sagt, ich habe keinen und ich muss dem Steuerberater jede Stunde 180 Euro geben, dann überlegt man sich, vielleicht sparen wir uns 2.000 Euro Jahresabschlussgebühr und machen es dafür ein bisschen
ein bisschen schlanker und bleiben beim Verein, als Beispiel. Auch das Haftungsthema, da muss jeder selber für sich schauen. Grundsätzlich, da kann der Tom vielleicht noch was dazu sagen, wie das bei der Haftpflicht beim Verbund ist. Aber meines Wissens ist, die persönliche Haftung kann man quasi nicht ausschließen. Das heißt, egal ob man als Einzelunternehmer, Vereinsvorstand, Geschäftsführer, GmbH und so weiter, selbst wenn es eine gesellschaftlich beschränkte Haftung ist, dann geht es um finanzielle, also kann einen Auftrag nicht abliefern und so weiter. Wenn sich aber jemand verletzt oder wenn irgendwie ein größer persönlicher Schaden ist, dann haftet man immer. Ja, das heißt, da muss man dann wirklich wieder gucken, dass man sagt, ich habe mein Möglichstes getan, um diese Person vor Schaden zu bewahren, wo auch wieder verschiedene Prozessschritte, kommen wir später noch drauf, zum Tragen kommen. Und diese habe ich eben eingehalten und deswegen, und dann würde quasi die Krankenkasse unter Umständen, die muss den abgesägten Arm bezahlen und dann würde die als erstes zur Haftpflicht gehen und dann würde die sagen, nee, zahlen wir nicht und dann wird es vielleicht vor Gericht gehen und dann würde der Richter sagen, ja gut, aber die Person hat es auf eigene Haftung, auf eigene Verantwortung gemacht, die hat es unterschrieben, dass sie das macht und sie hat eine Einweisung für die Maschine bekommen. Also arg viel mehr kann man der Person auch nicht helfen. Aber da gibt es meines Wissens, Tom, korrigiere mich, keinen Präzedenzfall, wo wirklich was so Großes passiert ist, dass es da, dass man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen kann. Man will natürlich, deswegen wollen wir jetzt vollstopfen, auch alles vermeiden, was in die Richtung geht, ganz klar. Aber Risiko gibt es zum Glück nicht. Ja, hervorragend. Soll auch so bleiben, bitte. So, und deswegen, aber wie gesagt, als Vorstand, als Geschäftsführer und so weiter, ist man quasi immer, ist immer so ein, ja, ich sag mal, nicht Graubereich, aber immer so ein Restrisiko ist da wohl vorhanden. Gut, das wären so die, also die Themen, wo man sich bei der Gesellschaftsform Gedanken machen muss. Genau, Berufsgenossenschaft, wird auch später noch kommen, brauchen wir jetzt hier nicht zu berücksichtigen, weil es, also wenn, oder wenn es keine Mitarbeiter gibt, ja, keine angestellten Mitarbeiter, hat tendenziell auch die Berufsgenossenschaft damit nichts zu tun. Sondern da geht es quasi wirklich darum, hier ist es ja so, die Leute kommen her und sagen, ich möchte gerne eure Kreissäge benutzen. Und dann sagen wir, ja, aber du musst eine Einweisung machen oder du musst ein Zeugnis mitbringen. Und dann zeigen wir dir, wie es geht. Ja, und da darfst du nicht ranfassen und das musst du so halten und so weiter. Und wenn dann der Person was zustößt, hat sie diese Regeln nicht beachtet. Da gibt es hunderte Leute, die die Kreissägenanweisung, die können alle bestätigen, dass das genau jedes Mal so nach Vorgabe erzählt wurde. Und bei einer Berufsgenossenschaft oder bei einem Angestelltenverhältnis ist natürlich was anderes, weil dann sage ich als Chef, sage meinem Mitarbeiter, hey, nimm dieses Brett und säge es auf dieser Kreissäge zu. Da bin ich natürlich dafür verantwortlich, dass die Säge in einem entsprechenden Zustand ist, sollte man natürlich immer machen, aber das ist nach aktuellsten Normen und. Und dann, da kommt natürlich dann die Berufsgenossenschaft, weil die sagt, wir wollen sicherstellen, dass ihr die Mitarbeiter schützt, weil sonst eben da gewisse Zahlungen zu leisten werden. Genau, Versicherung haben wir später noch ein eigenes kurzen Block dazu. Genau, jetzt wieder der Block, wie haben es wir gehandhabt. Also, wie gesagt, 2015 als Einzelunternehmen gestartet, weil war einfach schnell, schlank, kostengünstig und damals waren halt auch nicht so viel da, die gleich gesagt haben, wir wollen einen Verein mitmachen. Die mussten sich auch alles mal anschauen und aber es war auch alles in Ordnung so. Wie gesagt, war auch von mir eine Stange Geld drin und dann ist im August, also ich habe mir gesagt, ich mache 2 Jahre Vollzeit, ja, ich mich hier rein und dann bin ich erstmal 3 Monate weg, um diesen Abnabelungsprozess. Und wenn dann nach 3 Monaten komme ich zurück und wenn es dann immer noch läuft und steht, dann ist gut, weil andere sich, weil es andere aufgefangen haben oder andere weitergemacht haben. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich kenne Werkstattbetreiber, die haben das sich da auch vorgenommen und die hängen nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren immer noch drin und kümmern sich quasi um alles, sind immer für alles Ansprechpartner und die ganze, sagen wir mal, die Last oder die Arbeitslast wird irgendwie auf eine oder wenige Personen konzentriert. Und das wollte ich einfach vermeiden, ja. Das soll, also man muss jederzeit jede Stütze hier wegziehen können und das Ding bleibt trotzdem stehen. Wenn man aber alles auf einem belastet, ja, und ich sag mal, Krankheit, Unfall, sonst was, neue Liebe, dann ist es unter Umständen ein fragiles Gebilde. Genau, und deswegen hat sich da Mitte 2017 ein paar Leute haben sich hier zusammengesetzt und gesagt, okay, welche Gesellschaftsform gibt es, was kommt für uns in Frage, was möchten wir, wie soll es weitergehen? Und dann haben wir das vorgestellt bei den Team-Meetings und haben darüber nochmal drüber diskutiert und irgendwann ist eben dann gesagt, nee, der gemeinnützige Verein ist für uns sicherlich, kann man auch immer noch mal ändern, wenn man das mehr machen möchte, aber ist für jetzt auf jeden Fall eine gute Wahl.
Und der wurde dann eben auch vor 2 Jahren gegründet. Und dann zum Januar 2018 war quasi der Übergang zum 31.12. von mir als Einzelunternehmer quasi verkauft an den gemeinnützigen Verein. Und der hat dann quasi nahtlos diesen Betrieb weitergemacht. Und wieder, ich bin der Erste, glaube ich, der auf dem Vereinsding unterschrieben hat, auf dem Gründungsformular, also quasi mein Privileg. Aber ich habe mich nicht aufstellen lassen als Vorstand oder für irgendeinen Posten, weil ich habe noch genug Aufgaben hier, aber sonst wäre quasi wieder dieses, unter Umständen, ja, da habe ich Angst davor, dass wieder dieses auf wenig Leute konzentrierte oder fokussierte Thema stattfindet. Und die Gründe für uns waren einfach, es ist eine sehr bekannte Form, also auch wenn neue Leute dazukommen, für die ist klar, ein Verein, ein gemeinnütziger, ja, das kenne ich vom Sport, von Musik oder wie auch immer, wobei es mit der GmbH, wissen die schon nicht, wollen die doch Geld verdienen oder wie läuft es da? Und wer hat da was zum Sagen und so? Also es ist einfach gesellschaftlich anerkannt. Es ist, wie gesagt, einfacher und günstiger zu verwalten und im Unterhalt. Man kann eben Spenden erhalten, da ist natürlich die Gemeinnützigkeit auch ganz gut. Und auch für jeden, der sagt, ich möchte da mitmachen, ich möchte entweder Vereinsmitglied werden oder ich möchte zur Sitzung gehen, das ist ein sehr offenes Format. Und das war einfach, was uns damals zum gemeinnützigen Verein gebracht hat. Wie ihr seht, es gibt ganz viele Aspekte und wie gesagt, am Ende hängt es eben damit zusammen, was ihr möchtet. So, ich glaube, das war das Thema Gesellschaftsform. Genau, ihr findet bei uns auch unter vvow.de, findet ihr aber auch noch unsere Satzung und Beitrittserklärung oder Beitragsordnung oder sowas. Also wenn ihr da Anregungen, Dokumente braucht, könnt ihr da finden. Genau, vielleicht hat der Tom. So, ja, dann wäre das nächste Thema gleich die Ausstattung. Ich warte einfach noch ein paar Sekunden. Wie hat der Verein den Verkauf finanziert? Ja, sehr gute Frage. Und zwar war das so, ich habe quasi nur die Kosten zusammengezählt, die ich Cash in die Werkstatt reingesteckt habe. Ja, das heißt, ich habe für x-tausend Euro Wände hier reingestellt und Elektrik und, also wir haben das gemeinsam hier aufgebaut, aber die Rechnung für das Material habe ich gezahlt. Arbeitsleistung war null. Also wie gesagt, Wände, Elektrik, allein die Scheiben haben 1.000 Euro gekostet. Sicherheitsausstattung, Feuerlöscher, Maschinen natürlich, Maschinenausstattung. Dann, bis wir eröffnet hatten, von August bis Oktober waren allein 3 Monate Miete fällig. Ja, kommen wir nachher noch drauf auf die Kosten. Die mussten natürlich gezahlt werden, bis es sich dann auch selber trägt, sind natürlich auch ein paar Mieten angelaufen. So, und dieser Block, was ich quasi wirklich Cash reingesteckt habe, da habe ich gesagt, das würde ich gerne wieder raus haben. Aber weder meine Zeit, noch mein Sprit, noch mein Autoverschleiß oder das alles nicht. Und diesen Betrag, also ein Teil war eben schon reingewirtschaftet, weil schon Geld wieder erworben wurde. Das wurde quasi davon abgezogen, von diesen Kosten oder von diesem Preis. Und von dem Restbetrag, da habe ich gesagt, das ist ein kostenloses Darlehen, also ein zins- und tilgungsfreies Darlehen an den Verein. Und die haben 5 Jahre Zeit, diesen Betrag, kann man sagen, es waren, ich glaube, am Ende noch 41.000 oder sowas, 5 Jahre Zeit, mir den zurückzuzahlen. Und davon ist jetzt schon die Hälfte zurück. Und der Rest ist quasi, also der Verein ist so gesehen schuldenfrei. Das Geld wäre vorhanden, um es zurückzubezahlen. Und also über ein Privatdarlehen, das einfach sehr flexibel für die Handhaber ist, dass wenn sie das Geld haben, können sie es zurückzahlen. Und abgesichert ist natürlich das Geld quasi durch Ausstattung, Maschinen, also durch den Bestand hier, wo ich sagte, ja, wenn der Verein jetzt morgen puff explodiert, ja, dann habe ich halt Zugriff auf die Wertgegenstände, die hier noch drin sind. Nein, als Einzelunternehmer habe ich null Geld rausgenommen, also Geld verdient habe, wurde natürlich schon was. Ja. Ich musste auch ordentlich Steuern zahlen, aber die habe ich quasi auch mit in den Kaufpreis reingerechnet, weil ich sage, okay, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich nicht diese Steuern zahlen müssen. Also sind die quasi Steuern mit in diesen Verkaufspreis, die ich zahlen musste, als Kosten für diese Anschubgeschichte mit reingerechnet worden. Aber ich habe kein Lohn, kein Gehalt oder ich habe auch nichts rausgenommen hier. Wenn das euch auch die Frage. Zwei Fragen habe ich damit soweit beantwortet, sonst einfach nochmal nachhaken oder euch da einloggen. Gerne. Dann warte ich einfach noch 5 bis 10 Sekunden, falls noch jemand eine lange Frage hat und ordentlich am Tippen ist. Kann ich nochmal meinen Spickzettel durchlesen, was wir als nächstes haben.
Genau, ich habe natürlich, ich hatte, wie gesagt, ich dachte, dass das Screensharing möglich ist, also kenne ich das von TeamViewer und so weiter. Deswegen hatte ich ein paar Dokumente, die ich noch einschieben hätte können, aber das kann man auch im Nachgang, wenn da Fragen sind, da muss man noch separat klären. Genau, und jetzt wären wir beim fünften Thema, ich glaube, man muss ein bisschen Gas geben, die Ausstattung. Ja, was packt man so in eine Werkstatt rein? Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine 30 Quadratmeter Werkstatt, eine 300 oder eine 1500 Quadratmeter Werkstatt habe. Ja, das hängt ganz arg davon ab, welches Daumen und links. Ja, ich kann euch gerne einen Ordner, dann könnt ihr euch da durchschauen, durch die Dokumente, die ihr da drinne findet. Ich hatte es quasi schon vorhin in die Cloud, aber der wollte irgendeine Mailadresse oder ein Passwort haben. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. So. Also nicht auf die Schnelle hier nebenher hingekriegt. Genau, also die Frage ist halt, wie groß soll es werden, was für Bereiche will man abdecken, wie viel Budget ist vorhanden, was kann ich wofür bekommen, ja, also von Betriebsauflösung, Schulauflösung und. Kommt immer wieder was, eBay Kleinanzeigen zu verschenken, gibt es auch, also Tische, Schränke, Regale braucht man nicht kaufen, die findet man immer irgendwo. Also ich würde am Anfang einfach auch schauen, was brauche ich als Mindest für den Start, um quasi ein paar Leute anzulocken, um ja ein bisschen ein Programm, ein bisschen Angebot darzustellen. Wenn ich dann merke, oh, das läuft gut oder da kommen wirklich viele Leute, die wollen drechseln, ja, dann packe ich vielleicht nochmal eine Drechselbank her oder eine zweite oder sowas, weil vielleicht auch jemand da ist, der Kurse machen möchte. Also da muss man einfach reinwachsen und da das lernen. Und ich habe nachher, glaube ich, auch noch ein Bild, wo ein bisschen was zu erkennen ist. Genau, und dann eben, wenn die Nutzungsfrequenz höher ist, dann kann man eben auch die Qualität und die Menge an Ausstattung steigern. Und man muss natürlich auch mal schauen, dass wenn man natürlich Sachen gebraucht kauft, ist nicht nur gut für die Umwelt, aber A hat natürlich ein anderes Risiko, wie gut ist es noch oder wie lange hält es noch. Das heißt, da ist es natürlich auch gut, wenn man im Netzwerk jemanden hat, der sich damit auskennt und sagt, ah ja, bei der Maschine, ich sag mal, eine Pfaff 360, Nähmaschine, ja, da kannst du nichts falsch machen, weil die hält auch noch in 50 Jahren. Beispiel, ja, nagel mich drauf fest. Aber das ist natürlich, der Grad ist da sehr, sehr hilfreich. Dass ich es immer noch versuche mit diesen Pfeiltasten. Genau, also wir haben das so gemacht, ich habe einfach geschaut, ich habe davor schon bei Auktionen geschaut, bei eBay Kleinanzeigen rumgehört, verschiedene Sachen schon angekauft, also ich hatte schon drei volle Garagen, bevor sie losging, kommt nachher noch ein Bild, was dann schon hier reingestellt wurde, quasi innerhalb von einer Woche, und auch wenn mir Leute angerufen, also kam ja Zeitungsartikel und so weiter, und Leute angerufen, ja, brauchen sie noch was, mein Mann ist gestorben oder der ist jetzt in Pflegeheim gekommen, da ist noch Zeug im Keller, ja, und da habe ich gesagt, ja, gleich, ich guck's mir an, und dann muss ich auch für die Leute entrümpeln, aber da ist mal auch was Material, Schraubensammlung, Rohmaterialien, Stahl, Maschinen auch teilweise kleinere hängen geblieben. Aber auch mal größere Sachen. Und es gibt auch einige Leute, die haben quasi privat hier was, also als Dauerleihgabe reingestellt. Ja, unsere Kreissäge, unser Kantenschleifer, das sind die große Drechselbank, das sind Dauerleihgaben von Privatleuten, davon haben wir auch einige. Ja, die gesagt haben, daheim nutze ich es nie und ich habe eh keinen Platz oder kaum Platz dafür, nutzt ihr das? Und ich habe quasi gesagt, okay, du kriegst es mindestens in dem gleichen Zustand, gleichwertigen Zustand wieder zurück. Das heißt, ich kümmere mich um, oder wir kümmern uns um Wartung und Instandhaltung und zur Not halt auch um Ersatz, wenn es jetzt wirklich durch wäre. Das muss man natürlich bei gebrauchten Geschichten, muss man natürlich wieder schauen, wie viel dann wirklich Ersatz wäre. Weil wenn jemand eine 20 Jahre alte, keine Ahnung was, Standbohrmaschine hier reinstellt, die schon rumeiert und die ist dann nach einem Jahr durch, kann natürlich nicht eine aktuelle, ganz neue dafür in Relation bekommen. Aber das kriegt man mit der Zeit raus. Genau, wir sammeln eben auch Werkzeuge, also was kommt, versuchen wir zu sammeln. Wir haben auch wenig Platz mittlerweile, weil wir einfach sagen, wenn du irgendwo eine andere Werkstatt aufmacht, dann können wir quasi denen schon mal einen Karton oder zwei hinschicken oder vielleicht mal irgendwann eine Palette, je nachdem. Und das ist quasi auch unser Ziel, wenn mehrere Leute nach dem gleichen Prinzip arbeiten, jede neue Werkstatt, die entsteht, die wird dann schon quasi von, nicht von einer Werkstatt was bekommen, sondern von 10 Werkstätten. Und damit wird es mit jeder Werkstatt wieder leichter werden, eine neue aufzumachen. Kommen wir später noch drauf. Genau, also wie gesagt, früh sammeln und rumhorchen und bei Firmen nachfragen und so weiter. Und genau, dass man eben da breit aufgestellt ist mit seinem. Und starte breit heißt eben auch, also mit einem nicht alles Geld, also ich sag mal, wenn jetzt hier 120.000 Euro in der Werkstatt sind, ja, dann kann ich das mit einer Maschine verhauen, ja, oder mit zwei.
Ja, dadurch ein CNC-Fräszentrum reinstellen, zack, Geld weg. Macht natürlich keinen Sinn. Ja, das heißt, am Anfang kann man wirklich auch, wir versuchen natürlich immer hochwertige Sachen, die langlebig sind, damit sie gut reparabel sind, gute also Reparatur, Ersatzteilverfügbarkeit. Aber es geht halt am Anfang nicht. Wir haben auch nichts beim Discounter gekauft. Aber dann ist es halt nicht immer ein Markengerät, sondern vielleicht auch mal was Günstigeres. Aber nach Möglichkeit versuchen wir uns quasi jedes Mal ein bisschen besser, je nach Finanzen, einfach ein bisschen hochzuarbeiten in der Qualität und in der Langlebigkeit von den Maschinen. Also wie gesagt, Ausstellung ist ein eigenes Thema. Ich stelle euch auch eine Liste, so eine quasi eine schnelle Übersicht, die ist jetzt unsere Anfangsliste, wo man einfach mal drüber nachdenken kann und die kann man dann erweitern und auch damit arbeiten, was habe ich schon, was nicht. Genau, jetzt gleich kommen wir noch Räumlichkeit. Jemand dazu? Das sind Maschinen. Was ist unsere Erfahrung mit Maschinenleihgaben, die uns als Leih zu. Ja, es packe ich alles in den Download-Ordner rein. Tom, ich hatte dir das Passwort mit dazu geschickt in die zweite Reihe. Vielleicht kannst du da mal schauen, dass du vielleicht gar keinen Benutzernamen brauchst oder sowas. Weil ich dachte, dass man. Force for Link Shares. Probiere das hier gerade nochmal, ob das hier parallel geht. Aber irgendwie kriege ich das. Okay, habe ich schon beantwortet, sehr gut. Ja, Maschinenpatenschaften, das weiß ich nicht genau, was du damit meinst, ob das quasi eher dieses ist, dass sich eine Person um eine Maschine kümmert. Ja, da haben wir auch schon überlegt oder sind wir auch dran, sowas in der Richtung zu machen, weil quasi man sehr viel beschäftigt ist mit Reparatur, Wartung, Instandhaltung und so weiter. Je größer der Fuhrpark ist, desto mehr Arbeit bleibt dann natürlich auch übrig. Aber desto mehr Spaß macht es, so BN oder E-Mail wird verlangt. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich hier das. Moment, ich schaue mal kurz, ob ich den. Ob ich dem Tom gerade den Link schicken kann. Aber irgendwie geht es hier nicht. Amen. Ich probiere es noch. Tom, probiere nochmal den Link hier, ob damit was. Benutzername oder E-Mail. Aber da gibt es doch gar keinen. Das ist doch ein öffentlicher Link. Verstehe ich nicht. Falls jemand weiß, wie man Nextcloud-Link da. Ja, ich tue das später irgendwo, wenn ich es getestet habe, in Ruhe, dann lade ich euch das hoch. Genau, also wenn es da keine Fragen mehr dazu gibt, dann, oder ich weiß nicht, Jonas, war die Frage beantwortet? Ah, hast du gesagt, mit den Leihgaben war teilweise beantwortet. Sonst gerne auch nochmal im Nachgang einfach direkt mich anschreiben oder auch mal anrufen. Genau, jetzt das nächste Thema ist Räumlichkeit. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ja, wo ist die Werkstatt? Wie groß und so weiter? Weil da eben so Punkte wie Lage. Lärm ist für uns der ganz kritische. Ja, wir sind im reinen Industriegebiet, wir können 24/7 Lärm machen, wie wir wollen. Ich kann mich morgens um 3 auf den Hof stellen mit der Kettensäge Spaß haben. Kann keiner was sagen. Und also, je nachdem, wenn ich ein Fablab mache, ja, wo quasi maximal meine CNC-Fräse läuft und wir eher nachmittags Jugendprogramm machen, ist die Auswahl natürlich größer, wo hier, wie gesagt, geschweißt. Gefräst, geschliffen, also mit dem Winkelschleifer und so weiter, macht alles sehr viel Kreissäge, Hobel, macht alles sehr viel Lärm. Dann gibt es so Themen, da habe ich euch auch eine Liste, die seht ihr rechts unten. Habe ich euch einmal als PDF zum Ausfüllen, wenn ihr quasi so eine Halle sucht, so als Checkliste, könnt ihr euch dann mal damit beschäftigen oder sie auch abändern. Also die hat nochmal ein oder zwei, also nochmal mindestens eine Seite dazu und die habe ich euch auch als Excel dann dazu. Auch mit drei vorausgefüllten Beispielen. Also es sind reelle Beispiele, wie ich damals gesucht habe, die ich dann eben einfach mit grün markiert habe oder gesagt habe, wie weit ist der nächste Baumarkt weg, wie weit ist die nächste ÖPNV-Stelle weg. Und dann eben auch so eine gewisse Gewichtung, habe gesagt, was sind Kann-Kriterien, welche müssen erfüllt sein, welche wären nice to have. Ja, zum Beispiel Bodentraglast. Ich habe Gebäude angeguckt mit einem Holzboden. Ja, dann musst du einen Statiker fragen, dass er irgendwelche Stahlplatten auslegt, nur damit du eine Tonne Kreissäge draufstellen kannst. Du bekommst du gar nicht mit einem 500 Kilo Lastenaufzug hoch. Ja, so. Und dann, wenn du dir das davor natürlich nicht. Hat es geklappt, Tom, weil du den Link gerade geshared hast? Das wäre natürlich top. Aber dann kann ich euch zeigen, wo ihr das da findet.
hervorragend. Ja, genau. Dann könnt ihr euch da den Link und das Passwort und dann kann ich euch auch sagen, an welchem Ort ihr das findet. Unter 06 Räumlichkeiten, das ist der Punkt, bei dem wir gerade sind. Ich habe es ein bisschen vorbereitet und organisiert. Genau, also das sind lauter Themen. Wie gesagt, die sind ganz viel. Und ich habe damals eben eine Webseite aufgesetzt, wo ich Leute schon, wie gesagt, davor versucht habe, Community aufzubauen. Da habe ich quasi dieses Vieleck reingemalt. Und habe gesagt, in diesem Bereich ungefähr suche ich. Ja, also wenn jemand eine Idee hat, wenn da jemanden kennt und jetzt gehört hat und es liegt ungefähr da ungefähr soll die Werkstatt sich befinden, was eben auch alles sehr gut mit ÖPNV zu erreichen gewesen wäre. Und wie gesagt, die Dateien findet ihr alle in dem Ordner drin. Genau, wie gesagt, ich habe anderthalb Jahre gesucht. Ich hatte wahrscheinlich 40 bis 50 Besichtigungen, ja, also Makler angerufen. Hier seht ihr Ausschnitte aus ImmoScout. Einfach mit Umkreissuche gemacht und dann kriegt man da, damals war das noch gar nicht so ganz komfortabel mit den Punkten der Karte und Einschränkungen. Also wie gesagt, telefoniert, Termine ausgemacht, denen erklärt, was ich überhaupt vorhabe, weil es gab auch Vermieter, die gesagt haben, nö, finden wir Quatsch oder oh, wer weiß, ob sie in einem halben Jahr noch die Miete bezahlen können oder was kommen da lauter für Hippies an oder was weiß ich, was die alles für Gedanken hatten und für Argumente. Ja, der eine wollte von mir ein halbes Jahr Miete als nur als Kaution. Ja, und bei dem Ding, das 4.000 Euro Miete damals gekostet hätte, wollte der 20.000 Euro von mir vorab haben. Ich sagte, das brauche ich alles für die Ausstattung. Und am Ende hat sich herausgestellt, er wollte quasi nur schauen, ob ich es wirklich ernst meine, weil er gesagt, wenn es jemand ernst meint, dann schaut er, wie man das lösen kann. Und wenn jemand es nicht ernst meint, dann winkt er quasi gleich ab. Es war quasi nur so eine Art Test- oder Auswahlverfahren. Alles mit fast vom Stuhl gehauen. Also, diese ganzen Geschichten, auch Nutzungsänderungen, ja, ist es überhaupt als Werkstatt genehmigt? Man kann nicht in jede Lagerhalle, in ein Restaurant oder sowas, ja. Es gibt Wohngebiete, es gibt Gewerbegebiete, Mischgebiete, Industriegebiete. Und dann gibt es da quasi Nutzungsgenehmigungen, oder ich weiß nicht genau, wie das heißt, dass man sagt, okay, in diesem Gebäude darf nur ein Bäcker drin sein oder ein Einzelhandels- oder eine Disco oder ein Kindergarten. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann muss man, und da nicht Werkstatt steht, ja, also wenn jetzt Schreinerei stehen würde, würde wahrscheinlich sagen, ja gut, da kannst du auch ein bisschen Metallbearbeitung oder Elektronik machen oder was, Werkstatt. Aber wenn da jetzt steht Fitnessstudio, was ich eben auch angeschaut, oder Disco als Fläche, ja, dann muss man eben eine Nutzungsänderung beantragen, dann muss man beim Bauamt mit den Unterlagen vom Eigentümer, Bauzeichnung, Architekten und so weiter, also es wird, kostet ein bisschen was, wird deutlich aufwendiger, deutlich langwieriger. Nur als Hintergrund, ja, also nicht alles ist, nur weil es räumlich, lärm und preislich alles geeignet wäre, heißt immer noch nicht, dass die Stadt oder das Bauamt das gut findet. Waren das, genau, anderthalb Jahre Suche, also ich habe quasi im Februar, März oder sowas ganz grob damit aufgehört zu arbeiten und dann im August, das war 14, genau, und im August 15, 4. August, 8. August, habe ich hier den Mietvertrag unterschrieben. Und in diesen anderthalb Jahren war ich eben sehr viel mit, ich habe noch andere Projekte damals gemacht, aber auch sehr viel mit Immobilien. Also ich konnte die 120 Angebote, die es damals bei ImmoScout gab, da konnte ich euch zu jedem sagen, warum, was nicht, oder zu weit weg, oder falscher Dings, oder Vermieter will nicht, oder wie auch immer. Also da kann ich auswendig. Genau, war eine lange Suche. So sah die Halle aus damals. Als ich sie besichtigt habe, lauter Taubenkot auf dem Boden, nichts drin, außer ein paar Lampen und Scheiben, ganz schön. Aber sie war groß, sie ist auch schön hoch, ja, dadurch konnten wir auch zweite Geschosse einziehen. Wenn ihr mal diesen Rundgang macht, den ich euch vorhin verlinkt habe, da könnt ihr euch das dann mal anschauen, da kann man auch ins Obergeschoss gehen. Das ist ja auch schon wieder anderthalb Jahre her, deswegen hat es geändert. Das hier links oben ist der Blick in die andere Richtung, ihr seht auch einen Deckenkran, hat natürlich geholfen beim Maschinen umschieben, also gerade Drehbank, Fräse und so weiter, die haben beide jeweils fast eine Tonne. Unten ist ein Bild von dem Kick-Off-Event, ja, das heißt, ich glaube, das war am 15. August oder sowas, also eine Woche oder zwei später, habe ich quasi diesen Kick-Off-Event veranstaltet, wo ich die Leute da eingeladen habe und ja, zweieinhalb Stunden da denen alles erklärt, Präsentation, so quasi wie jetzt ungefähr. Und da sehe ich einige, die heute noch dabei sind, also das ist echt sehr schön. Ich habe heute die alten Bilder rausgekramt, weil ich sehr entzückt. Und da seht ihr, dass in der Halle schon einige Sachen drin stehen, ja, diese ganzen Rollregale, und da waren auch schon viele Werkzeuge für mich daheim. Und genau, also deswegen, da konnten wir, dabei habe ich quasi die Räume schon mit diesen Rollregalen grob so aufgestellt, wie es in meinem ursprünglichen Plan, den findet ihr, glaube ich, auch in einem Ordner, habe ich den mit reingepackt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Genau, und hier seht ihr die Holsteiner Bauweise.
Problem mit dem Brandschutz. Nein, ich habe damals bei der Stadt gefragt, aber ich weiß, dass, ich glaube, Augsburg hatte da Auflagen mit F30 und so weiter. Ich habe damals bei uns gefragt und hat gesagt, nö, das sind ja quasi keine geschlossenen Räume. Also es gibt, die Räume sind hier, so wie der jetzt, schon geschlossen, aber es gibt quasi nur eine Tür nach draußen und die sind alle quasi so, die meisten sind nach oben offen. Und wenn, dann sind es quasi wie nur so kleine Kabinen, eine Schleifkabine oder eine, oder diese kleine Meetingraum. Und dadurch, dass die quasi, die müssen alle einsehbar sein von außen. Und quasi, wenn hier jetzt jemand schreien würde, Feuer, dann kommt er jederzeit raus, weil sie auch nicht abschließbar sind. Und das habe ich quasi dem Herrn vom Baumamt erklärt und hat gesagt, ja, nö, dann passt es. Was wir natürlich gemacht haben, wir haben brandschutzsichere Wände im Schweißblech. Ja. Da haben wir etwa eine F30, F60 oder sowas, also mit Wolle, mit doppelt, Gipskarton, Beplankung und dann nochmal eine Alu-Beplankung davor. Also da ist auch Ständerbau, wie gesagt, ringsrum ist eben das abgesichert. Aber das bitte mit dem Bauamt abklären, was die für Anforderungen haben. Und das hier war quasi der spätere, rechts oben ist unser späterer Anbau, in dem sitze ich gerade. Also ich sitze quasi da, wo die große Öffnung ist, da direkt da drinnen sitze ich. Und irgendwann kam halt ein sehr fähiger Zimmermann dazu und der hat dann hier diesen Anbau geplant. Und da haben wir den eben auch so umgesetzt, der hat Tom auch angeleitet. Und der kam aber erst fast 2 Jahre später da dazu. Aber das ist eben so ein Vorgehen, wie man da rangehen würde. Ich hatte das damals quasi nur ein bisschen einfacher geplant, ein bisschen Klebeband auf dem Boden und gesagt, da müssen Wände hin. Wir haben uns lange darüber unterhalten und gezankt, wie jetzt mal am besten diese Ständerbauwände umsetzt mit Sicherheitsglasscheiben wegen Bruchgefahr dazwischen. Die sind natürlich ganz günstig gewesen. Genau, also das wären die Räumlichkeiten. So sah das bei uns damals aus. Jetzt Räumlichkeiten. Auch hier Fragen dazu. Warten wir noch kurz, bevor es in das große Thema Finanzen geht. Ah ja, ich habe echt zu viele vorhin. Muss ein bisschen kürzen, sonst schmeißt mich der Tom aus der Leitung. Aber wenn wir die Fragen jetzt schon alle geklärt bekommen, dann ist es ja auch okay. Ja. Beeil mich schon. Red noch schneller. Gut, wenn da nichts kommt, sonst können wir auch nochmal zurück springen. Dann würde ich auf die Finanzen gehen. Ja, wo kommt das Geld her? Wo geht's hin? Oder was brauchen wir vor allem? Anfangsinvestitionen, klar, für die Immobilie. Also unter Umständen habe ich noch einen Makler. Hatte ich hier nicht direkt mit dem Vermieter gehandelt. Ja, spart einem 2-3 Monatsmieten. Kaution. Ich habe nachher noch ein paar einfache Zahlen da. Ja, das sind ungefähr 2 Monatskaltmieten, die man da drauflegen muss. Kommt, wie gesagt, auch wieder Größe und so weiter. Bauamt hatten irgendwas, irgendeinen kleinen Antrag oder irgendein kleines Ding, mussten wir dann noch irgendwelche Kopien und so weiter machen. Das war überschaubar. Der Umbau hat ein paar Euro gekostet. Dann klar, die ganze Ausstattung, Maschinen, Werkzeuge, auch die Elektrik und so weiter, das sind natürlich alles größere Posten. Das ist quasi den Block, den man mal anfangen braucht. Also würde ich mal hier ganz grob schätzen, 20.000. Plus eben auch noch Mietvorzahlung. Und dann im laufenden Betrieb, da kommt natürlich nach Möglichkeit von Anfang an schon Einnahmen zu generieren über die Mitgliedsbeiträge, über die Nutzungsentgelte, über Spenden, ich habe nachher noch eine eigene Folie nur zu Einnahmen. Und das Ausgabenthema, klar, das bleibt natürlich, die großen Blöcke sind die Mieten, Mietnebenkosten und dann eben Neuanschaffungen, Verschleiß, Verbrauchsmaterial, das sind dann die großen Geschichten. So, Anfangsinvestitionen, also Kaution, waren bei uns 2 Monats Kaltmieten, ungefähr 3,5. Für die Wände würde ich ganz grob sagen, Material und Scheiben und so, ganz grob 10.000. Ich habe es nicht nochmal alles nachgeschlagen. Elektrik waren ungefähr um die 5. Ja, das ist auch nicht zu vernachlässigen, die Kosten. Vor allem mit Elektriker, also das war jetzt ohne Elektriker, das konnten wir selber machen, der nimmt es danach ab. Aber das muss auch immer erst einer machen. Und ich sage, die Sicherheitswand, ja, die seht ihr beim Durchgang durch diesen 3D-Rundgang, seht ihr eine mit den Feuerlöschern und also da hängen 3-4 Feuerlöscher, 2 Verbandskästen, eine Augenspülstation und noch 2 Pflasterspender oder einen Pflasterspender. Und diese ganze Wand hat allein 500 Euro gekostet. Ja? Das heißt, die braucht man nicht, also braucht man schon, aber im hoffentlich nicht. Und aber da sind einfach nur 500 Euro. Aber es ist auch alles ordentliches High-Quality-Material. Aber das war auch wichtig, dass man damit quasi schon mal von vornherein zeigt, okay, wir nehmen das Thema Sicherheit und die Ausstattung nehmen wir ernst und nehmen eben nicht in 20 Euro ja, Discounter-Feuerlöscher, ja, wo jeder weiß, die Marke, das ist halt, und bei uns kommt alle 2 Jahre, kommt eben die Feuerlöschfirma, bei denen wir die gekauft haben und die erinnern uns, ja, ihr habt wieder eine Wartung, wann können wir vorbeikommen,
die prüfen die Dinger, machen wieder eine neue Plakette drauf. Also das ist quasi wirklich, wo man sagt, das ist auch schon allein für den guten Eindruck wichtig und natürlich auch für das eigene Sicherheitsgefühl ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Maschinenwerkbänke, wie gesagt, kommt sehr stark auf die, auf die Größe, auf die Ausrichtung drauf an. Muss wahrscheinlich jeder für sich selber zusammenäxeln, was er da alles braucht und was er da alles plant reinzustellen. Genauso Verbrauchsmaterialien, also wenn ihr mal auch auf dem 3D-Rundgang bei uns die Theke anschaut, was da alles an Leim, Klebeband, Öl, Schrauben und so weiter ist. Einiges davon wurde auch gespendet, aber einiges muss man auch wieder im Betrieb neu kaufen. Ja, das wird eben auch den Nutzern teilweise abgerechnet, teilweise eben über die Spendenkasse oder über die Gemeinkosten finanziert. Und wenn ihr allein überlegt, dass quasi wir 3 Monate umgebaut haben, bis überhaupt der Eröffnungstag war, also am 19. Oktober haben wir eröffnet und am 8. August oder am 4. August habe ich, glaube ich, den Mietvertrag unterschrieben. Das heißt, da hatten wir allein schon fast 2,5 Monate oder sowas, ja, wo nichts reinkommt, wo man die ganzen Ausgaben hat und dann dazu noch Miete mit den Nebenkosten. Ja, da ist man schon mal ein paar Euro, also 3 Monate waren es nicht ganz, das ist gute 2 sein, weg, wo du noch die Kalt hast. So, dann die Stadtfinanzierung. Ja, wie kann man die, wo kriegt man die her? Ja, bei mir, also hier waren es jetzt natürlich Eigenmittel, Spezialfall, seht ihr auch unten, ungefähr 50.000. Und 20 habe ich dann nochmal von privat. Also meine Mutter und 2 gute Kumpels, von denen kamen in Summe nochmal 20, haben sie auch schon alles lange zurückbekommen. Aber die fanden es gut, was ich mache und wollten es damit fördern. Das heißt, wenn ihr da rumfragt und vielleicht gute Bekannte haben, aktuell kriegt man eh nichts fürs Geld, deswegen sage ich den Leuten, geht in Sachwerte, geht in Werkzeug, weil Werkzeug, mit Werkzeug kann man Werte schaffen. Ja, das wird nicht weniger wert. Ein Auto wird immer weniger wert. Ja, und das ganze Konsumzeug wird alles weniger wert. Aber Werkzeuge, wenn es gescheite sind, gerade auch gebrauchte große Maschinen oder sowas, so eine Drehbank, wenn ich die jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre Drehbank für 3.000 Euro kaufe, dann hat die in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch vielleicht 2.500 Euro, vielleicht auch 2.000, aber sie hat nie null Wert, wenn man sie einigermaßen behält. Also es gibt nichts Besseres, als in Werkzeuge in Krisenzeiten zu investieren. Es ist jetzt keine Krise, kann ja vielleicht noch kommen. Genau, man kann natürlich öffentliche Stellen beantragen, aber also habe ich probiert, war ich nicht ganz so erfolgreich. Die wollen keine institutionelle Förderung mehr machen. Das ist quasi das, was ich mitgenommen habe, sondern nur noch Projektförderung. Das heißt, wenn man gesagt, ich mache da was, ein Projekt, einen Monat, ein halbes Jahr oder dann kann man dafür Geld beantragen. Wenn man Glück hat, bekommt man was. Aber nicht so dieses Jugendfarm, Kindergarten, keine Ahnung, also diese Dauergeschichten, davon wollen die Städte alle weg. Und zu mir haben sie gesagt, ja, wenn es die 3 Jahre gibt, dann können sie quasi einen Antrag auf Förderung beim Gemeinderat stellen. Da habe ich gesagt, guter Mann, wenn wir schaffen, 3 Jahre lang die Miete und den Laden am Laufen zu halten, ich glaube, dann schaffen wir es auch noch ein viertes oder ein fünftes Jahr ohne Förderung. Aber wie gesagt, das ist also, nur weil es auch vielleicht die Stadt auch eine gute Einrichtung ist, heißt das nicht, dass sie deswegen direkt den Geldbeutel öffnen. Genau, bei Dauerleihgaben kann man natürlich sein Finanzniveau noch runterschrauben. Klar, Spenden, wenn man Firmen da Bekannte hat, die überarbeiten, dann gibt es einen Weihnachtsbasar und die Spenden an gemeinnützige Einrichtungen. Hey, warum nicht diesmal in die Werkstatt, gerade im Entstehungsprozess. Crowdfunding ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, dass man sagt, okay, man verkauft von Anfang an schon Jahresmitgliedschaften, Kursgebühren und. Ja. Also in verschiedensten Paketgrößen, womit sich die Leute von Anfang an, das macht auch ein gutes Commitment, dass die Leute sich einbringen und quasi einen Bezug zur Werkstatt haben. Ich weiß nicht, ob es eine Werkstatt gibt, die sich schon über Crowdfunding startfinanziert hat, aber das sehe ich wirklich als ein gutes Gemeinschaftsmodell. Und Auflösung, also wie gesagt, Schulen, die Werkräume auflösen oder Firmen, die, sagen wir, pleite gehen und dann günstig das Zeug rausverkaufen. Jetzt spielt der Tom rum. Das war nicht ich, oder? War ich das nicht? Aber jetzt bist du gesprungen. Moment. Ja, hier war ich noch. Genau, also das könnte, er wollte, dass ich schneller mache jetzt. Ich habe den Wink verstanden. Genau, also da einfach schauen. Gibt es verschiedenste Varianten. Muss man ein bisschen kreativ sein, auch manchmal sein. Habe ich jetzt einen übersprungen? Nee. So, also Ausgabenblöcke. Miete sind bei uns ungefähr 1.900 Euro, ja, plus aber noch Mietnebenkosten 900 Euro. Also wir sind bei fast 3.000 Euro monatlich Miete, die Cash von unserem Konto runtergehen müssen. Ah, die Anstiftung fördert auch, weiß ich nicht, haben wir damals nichts bekommen, aber gerne dann an den Tom wenden, der hilft euch da weiter. Dann hier nur so ein einfaches Beispiel, ja, die Haftpflichtversicherung gibt es sehr günstiger wie Anstiftung, solltet ihr auf jeden Fall machen, 100 Euro im Jahr. Wir haben dagegen noch eine Inventarversicherung, die deswegen die 200.000 Euro, sind 200.000 Euro, ist quasi das Versicherungsvolumen gegen Brand, Diebstahl, was weiß ich, was alles dabei ist, Inventarversicherung, kostet uns 720 Euro im Jahr.
Und dann eben, also es sind mal so die schnellen großen Blöcke zu den laufenden Kosten. Das heißt, in Summe kommen wir im Monat mit Reparaturen, Anschaffungen und auf so 5.000 bis 7.000 Euro. Ja, die Postcode-Lotterie, da haben wir auch, aber Projektförderung halt bekommen. Ich weiß nicht, ob die auch Anschubfinanzierung machen. So, also da sind wir schon, haben wir ganz gut Glück gehabt oder das ganz gut gewirtschaftet und sind da relativ schnell reinkommen. So, das waren quasi die laufenden Ausgaben, wo man ein paar Blöcke hat, aber wie gesagt, die Liste ist natürlich noch viel länger. Die laufenden Einnahmen, die Hauptblöcke sind bei uns wirklich die Nutzungsgebühren, die Einzelnutzungsgebühren. Einweisungen kommt natürlich einiges, machen die Leute bei uns ehrenamtlich, aber die Nutzer zahlen 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro für eine Einweisung. Denn die Mitgliedsbeiträge natürlich von dem Verein, von den Vereinsmitgliedern ist ein bisschen ein Anteil, die Anteile von den Kursen, das Material, was wir verkaufen. Ja, also wenn jemand sagt, hey, Schleifpapier, ja, dann wir kaufen das vielleicht für 50 Cent ein und dann verkaufen wir vielleicht für 60 Cent. Also es sind eher kleine Beträge. Auch wir haben eine Getränke gegen Spendekasse, Spenden, also Getränkeausgabe gegen mit Spendenkasse. Da bleibt immer ein bisschen mehr übrig. Also was ich sagen will, die Einnahmen setzen sich auch ganz, aus ganz vielen kleinen Formulierungskunst. Was kommt auf die Formulierungskunst an? Habe ich das gesagt? Oh, sorry. Also geistig hier wäre schwer angestrengt. So, also, was ich sagen will, es setzt sich aus ganz vielen kleinen Einzelheiten zusammen. Wir haben nicht so den Block. Und was aber sehr gutes Geld bringt, sind eben auch diese B2B-Geschichten. Das heißt, wir machen Team-Events für Firmen und so weiter. Und die zahlen natürlich nicht 2-3 Euro die Stunde, sondern eben für Team-Events angemessenen Satz. Und da kann man schon mal einen halben Monat hier querfinanzieren, wenn man einen Tag lang mit 10, 20 Leuten irgendwas aus einer Abteilung oder sowas, irgendwas Kreatives bastelt. Ach so, auf die Postkarte, genau, sehr gut. Dann die rechtlichen, also das war quasi so dieses Finanzen. Das ist ein, wie gesagt, da kann man ein ganzes Wochenende oder noch länger ewig mit verbringen. Hat so irgendwelche ganz konkreten Fragen, weil wir natürlich zeitlich ein bisschen eng sind. Ich muss noch mal ein bisschen Gas geben, sonst würde ich da direkt weitermachen. Rechtliches, also Haftungsausschluss findet ihr auch, habe ich glaube ich bei uns. Genau, habe ich euch auch als Vorlage zum Beispiel mal, also bei uns muss jeder, der in die Werkstatt kommt, immer einen Rundgang machen, dauert 5 bis 10 Minuten, wo ihm alles erklärt wird, Notausgänge und so weiter, und auch einen Haftungsausschluss unterschreiben, den seht ihr anbei, damit akzeptiert ihr die AGBs, die habe ich auch, das ist noch eine alte Version, da sind wir gerade noch mal überarbeiten, und die AGBs und die Werkstattregeln und so weiter, das ist am Anfang für jeden Pflicht, der sich hier aufhält. Und dann eben gibt es eben die Betriebshaftpflicht über die Anstiftung, in den Fahrradversicherungen. Es gibt auch, die haben auch die Möglichkeit eine Maschinenversicherung, dass man wirklich immer die Maschine schädigt, dass dann die Versicherung einspringt bis zu einem gewissen Selbstbehalt. Hat aber auch nochmal einigermaßen Jahresgebühr. Würde ich auch schon mal ein Angebot anfragen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann Datenschutzgrundverordnung sollte man natürlich auch beachten. Man hat Kundendaten, also wir sammeln natürlich Kundendaten. Das heißt, sowohl auf der Webseite als auch hier müssen natürlich die Prozesse, die Dokumente und so weiter entsprechend stimmen. Da gibt es aber ein sehr schönes Webinar von der Anstiftung auf YouTube, das euch dieses Thema da näher bringt. Ja, ich habe die AGBs und habe ich durch einen Anwalt prüfen lassen damals, einen Bekannten von mir. Der hat uns damit das war quasi sein Beitrag, das zu unterstützen. Aber es kann natürlich sein, dass jemand anders das ein bisschen anders wieder sieht. Wie gesagt, wir hatten da auch noch ein bisschen anderes Konzept mit Chipkarten und so weiter. Da seht ihr wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die nicht mehr zutreffen. Deswegen, wie gesagt, da müssen wir noch überarbeiten wieder. Aber ja, das ist, also, man sollte schon mal drüber geguckt haben. Aber ihr könnt gerne auch unsere Dokumente nehmen, die finde ich, also, schon relativ ausgereift. Aber wer da was findet und sagt, ich habe noch auch einen Bekannten, der Anwalt ist, und der sagt, nee, schreibt das mal so, wollen wir uns gerne über Feedback. Deswegen wollen wir quasi alle gemeinsam arbeiten, um dann gemeinsam daraus zu lernen. Genau, ich würde auch hier schnell weitermachen. Dann kommen wir noch zum Thema Projektpartner. Das sind einfach Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja? Die Joblänge, die machen, versuchen Jugendliche zu einem Ausbildungsplatz zu verhelfen. Die haben bei uns auch so Weiterbildungsangebote, Holz, Metallbearbeitung und so weiter gemacht. Element I, die machen, betreiben Kindergärten. Die haben auch ein, zwei Mal im Jahr irgendwelche Events mit Kindern. Die zahlen zum Beispiel nichts dafür. Ja, das ist quasi unser Beitrag, die da zu unterstützen. Die Mediaakademie ist eine private Hochschule. Da geben wir Studenten Grundkurse oder Grundschulungen für Holzbearbeitung, Metall,
Lasern, CNC-Fräsen und so weiter. Dann haben wir eben mit Fraunhofer haben wir schon ein Forschungsprojekt gemacht, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Bosch haben wir öfter schon, jetzt, wir sind hier mitten in Bosch-Downtown, also zwischen lauter Bosch-Standorten. Die waren schon ein paar Mal da mit Team-Events, aber habe ich auch schon mal mit einem Prototypen entwickelt. Dann hier BBQ sind mittlerweile relativ häufig, da ist auch so ein Bildungsträger. Also da kann man eben, da kann man die Werkstatt ganz für ganz viele Sachen einsetzen, wo auch mal ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr Geld bei rumspringen. Und wenn man die regelmäßig hat, trägt das natürlich auch zur Finanzierung dabei. Ist aber natürlich Aufwand, da Projekte das umzusetzen und das zu koordinieren und zu betreiben. Genau, dann jetzt zu den Prozessen. Also wie gesagt, bei uns muss sich jeder einmal anmelden und den Haftungsausschluss ausfüllen und damit eben die Regeln hier akzeptieren. Dann machen wir den Rundgang. Ich habe euch auch ein paar Dokumente dazu reingelegt. Dann ein Ding zum Beispiel mit der Buchhaltung, da sind wir jetzt erst noch lang drauf gekommen. Am Anfang konnten die Leute, die quasi privat was gekauft haben, sagen wir, einen Klebestift, der aber gefehlt hat, und da haben sie gesagt, okay, der hat 3 Euro gekostet, da haben sie den Zettel in die Kasse rein und haben 3 Euro rausgenommen. Und am Ende war nicht klar, ja, hat er das jetzt rausgenommen oder hat er das jetzt quasi gespendet oder wie war das da? Und jetzt haben wir das quasi umgestellt, dass Ausgaben nur noch über das Konto erfolgen. Ja, und dadurch ist alles Langzeit nachverfolgbar, kann man nicht rumdrehen oder nicht verwirren. Und das heißt, die Einnahmen gehen alle über die Kasse oder über die EC-Zahlung und gehen dann direkt aufs Konto. Wenn der eine Vorstand zahlt, ist immer ein. Und von da aus werden quasi die Ausgaben getätigt. Das heißt, wenn jemand eine Britsche für 3 Euro kauft und er möchte das Geld zurückhaben, schreibt er einfach auf den Beleg, macht eine Kopie davon, schreibt drauf, bitte an mich, an Max Meinger überweisen, und dann kriegt er quasi die 3 Euro zurücküberwiesen. So haben wir quasi die ganzen Ausgaben. Das ist quasi, wir haben dann einen Einbahnprozess draus gemacht aus Einnahmen und Ausgaben. Also das ist stark vereinfacht. Auch der Thema, also wir wollen einfach sagen, wir versuchen diese Prozesse mit anderen Werkstattbetreibern, die das vielleicht ähnlich machen möchten wie mir, zu teilen. Dazu gehört zum Beispiel auch, ja, wie erstelle ich einen Gutschein, wie tue ich den nummerieren, wie mache ich es mit der Bezahlung, auf welche Arten können die Leute es bestellen, wie tue ich ihn noch verschicken und so weiter. Dann die interne Kommunikation, also es ist alles, wo wir eben Leuten helfen bei den Prozessen, wie sie da weiterkommen oder wie man das umsetzen kann. Die interne Kommunikation läuft bei uns vorwiegend über Telegram. Ja, kennen die meisten von euch vielleicht als Alternative zu WhatsApp. Ich habe seit Jahren kein WhatsApp mehr, deswegen bin ich froh, dass wir alles auf Telegram hier machen konnten. Ein bisschen was läuft auch nur über Mail. Dann haben wir noch zum Beispiel als Kalender haben wir, den kann ich euch kurz mal schicken, haben wir TeamUp als Kalender. Also wenn ihr da was, ein Organisationstool braucht, das ist mit ein paar Kalendern, ist das kostenlos. Das ist wirklich ein sehr hilfreiches Tool. Da schicke ich euch kurz mal einen Read-Only-Link. Habe ich heute mal, dass ihr kurz mal seht, wie das... Ja, da könnt ihr euch mal den Kalender anschauen, wie das bei uns ist, wann wer Theke hat, wann welche Events sind und so weiter. Dann das Thema Zugriffskontrolle, wer kommt alles rein, da gibt es Open-Source-Lösungen und so weiter, ich weiß aber nicht, da gibt es auch welche, die sich gerade damit beschäftigen bei der Anstiftung, also, weil wenn du einmal mehr als 5 Schlüssel irgendwie ausgegeben hast, gibt es mit der Zeit meines Betrachtens nach immer nur heiles Durcheinander, wir haben da keine, ah ja, okay, danke dir, ich versuch's, aber wir haben nicht mehr 10 Folien oder was. Dann kann man, also wir haben da eben wir haben Nuki, ja, das ist ein fester Anbieter, hat mir 200-300 Euro gekostet, kann ich aber von remote, von überall auf der Welt, kann ich die Tür auf und zuschließen, wenn mal der Getränkelieferant vor der Tür ist oder wenn jemand sein Handy, ja gut, vergessen, da kann ich nicht anrufen, aber wenn eben jemand fremd ist, wenn man sagt, ey, du kannst da deine Tasche abholen oder was auch immer, also dieses von remote die Tür aufmachen zu können oder auch jeden Einzelnen freigeben oder auch gewisse Zeiten freizugeben, ist für sehr gut, und für eine Tür ist es eine sehr, sehr günstige Lösung. Das heißt, wer auch da was braucht und vielleicht eine Eigenbau-Open-Source-Lösung, auch was Versicherungen angeht, nicht ganz so traut, da sind wir sehr zufrieden. Wie gesagt, ich will nur sagen, Nuki, Nuki. Irgendwas, weiß ich nicht, IO, glaube ich, ein österreichisches Unternehmen. Und das gibt es einmal mit so einem Web-Adapter, dass man quasi, dass der ins WLAN reingehängt wird, gibt einmal nur mit Bluetooth. Und einmal eben über so ein Webinterface. Aber der Tom kann euch auch, ich weiß nicht, ob da gibt es irgendeine Projektgruppe, die sich quasi gerade mit einer Lösung beschäftigt. Ja, danke.
Aber wie gesagt, da ist halt die Frage, wenn jetzt wirklich was Einbruch wäre und dann müsste man mit der Versicherung klären, was jetzt passiert ist und so weiter. Und dann sagen die, ja gut, was haben Sie da für eine Software und wie können Sie sicherstellen, dass die nicht, sagen wir mal, gehackt wurde oder das kann man ja quasi auch fast spurlos dann einfach die Tür öffnen. Dann wird es, also aus meiner Sicht, würde es dann wahrscheinlich komplizierter werden. Wohingegen, wenn ich sage, hier ist ein offizieller Anbieter und der sagt, nee, ist die und die Sicherheitsstandards, dann kann ich das daraufhin eben ein bisschen abwälzen. Und man hat noch einen ganz normalen Schlüssel, mit dem man von außen aufmachen kann. Das ist eben auch das Nette, dass wenn wirklich mal die Batterie leer wäre oder sowas, haben eben ein paar Leute bei uns den Schlüssel. Und die bleiben auch immer die gleichen. Ja, und dann ist es sehr einfach überschaubar, wer wann da rein ist. Und wir können eben auch sehen, wenn jemand, keine Ahnung, morgens um 7 hier reingeht, ja, dann wissen wir einfach auch, okay, wann war der Letzte in der Werkstatt, wenn irgendwas vorgefallen oder passiert ist oder weggekommen ist, oder, also weggekommen nicht, aber wenn irgendjemand irgendwas sucht, dann sagt man, hey, du bist doch gerade in der, ich sehe, du bist gerade in der Werkstatt, könntest du mal schauen, ob meine Tasche noch da ist oder sowas, als Beispiel. Also wie gesagt, hat uns schon sehr viel das Leben erleichtert. Genau, dann IT mit Mailadressen, zentraler Eingang, was habe ich mir bei diesem Punkt gedacht? Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, sehr schön. Ja, also beim Vernetzungstreffen, da werde ich auch sein mit unserem Vorstand, der Stefan. Der kommt auch mit, der hat sich heute auch noch angemeldet. Das heißt, da sind wir auch von Freitag bis Sonntag auch in Kassel. Wer sich da auch nochmal persönlich näher austauschen möchte und damit möchte, ich glaube auch als zukünftige Werkstattbetreiber darf man wahrscheinlich auch aufs Netzwerk treffen, das weiß ich nicht. Muss der Tom, kann er gleich noch da rein posten. Und ja. Ah, genau, zentraler Eingang wollte ich damit sagen, wir haben zentralen Posteingang. Die Info-Ad, die kommt bei uns quasi nur an der Theke raus und jeder, der quasi Thekendienst hat, der sollte eben auch ab und zu in den Posteingang reinschauen und diese Info-Ad, ja, wie funktioniert das bei euch? So klassische Frage, wo ich denke, ja, steht auf Webseite. Das kann er sich da alles rein anschauen. Oder die werden dann da eben bearbeitet. Und dann eben den einzelnen Leuten, also jeder bei uns hat eine eigene Hobbyhimmel-Adresse oder VVW-Adresse und dann wird es von da eben die Sachen verteilt. Das meinte ich mit zentraler Eingang und wie gesagt, Video zu Access Control. Ah, jeder ist eingeladen, hervorragend. Also wer nach Kassel möchte, in 2 Wochen gerne da. So, dann zu den Prozessen oder zu diesen Daten, die wir eben, weil wir das eben als Social Franchise Projekt betreiben, die wir anderen zur Verfügung stellen, sind allein Beschilderungen. Also hier ist nur eine kleine Auswahl von Schildern oder von mehreren Versionen. Da ein paar habe ich euch ja auch mit reingepackt in den Link. In den Ordner. Da seht ihr einfach, da fällt so viel an das man denken muss, wo man was entwerfen muss und so weiter. Wenn man da nicht die Zeit oder kein Grafik oder wie auch immer hat und dann und man hat schon ein paar Vorlagen, dann geht es natürlich viel schneller. Tauscht das Logo aus und schon hat man sich unter Umständen viel Arbeit gespart, wenn man mit dem Design zurechtkommt. Das ist jetzt nicht das Schönste, aber war günstig, for free. Deswegen, ja. Nur also wie gesagt, die Organisation einer Werkstatt bedarf einfach sehr, sehr viel verschiedenste Arbeit und Facetten. Vereins, nee, haben wir nichts. Also das ist quasi, Excel ist, beziehungsweise ist natürlich nicht Excel, sondern LibreOffice. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Calc oder sowas, LibreOffice. Das ist kein Poster, also das habe ich nur als Screenshot gemacht. Das Ding habe ich als SVG. Also wenn das mal jemand bräuchte, das ist ein Inkscape. Also wir versuchen auch die meisten Dateien alles mit Open Source Software, auch in der Werkstatt, auf den Rechnern, fast alles Open Source Software, weil wir da auch gar nicht in Lizenzthemen reinkommen möchten. Das heißt Inkscape, Libre, LibreOffice, Thunderbird, ja, Telegram, die Sachen sind hier überall verbaut. Maschinenschilder, welche Maschinenschilder? Achso, oben. Ja, also wie gesagt, würde ich euch das SVG dann zuschicken dafür. So, dann jetzt kommen wir zu dem Marcom-Thema. Nur die Frage, was ist Marcom? Marcom ist, für die erst später zugeschaltet haben, Marcom ist Marketing-Kommunikationsthemen. Und da ist eben der Klassiker, an dem man halt denken sollte oder die man vielleicht auch bespielen sollte heutzutage, wenn man eine Werkstatt betreibt. Einfach klar, Facebook ist, weiß ich nicht, ich glaube absteigend von den Nutzerzahlen oder von dem Interesse, auch gerade bei jüngeren Leuten, aber immer halt noch ein sehr, kann man mögen oder nicht, aber immer noch ein sehr gutes Mittel, um Reichweite oder auch Events und Kurse und so weiter zu bewerben. Dann haben wir hier einen kleinen Screenshot von unserer Webseite, das ist quasi unsere Hauptkommunikationsplattform. Jetzt nicht, dass da super viel passiert, aber alle Informationen
Wir sollten eigentlich auf der, oder die meisten sollten auf der Webseite zu finden sein. Und da rechts daneben ist noch ein Instagram, der wird auch ab und zu mal ein bisschen, von, wenn mal irgendeiner da ist, mit einem, der den Account gerade drauf hat und der sieht irgendein Projekt, dann postet er mal was. Aber das ist jetzt nicht, also wir leben hier, wir sind hier nicht so Social Media getrieben. Ja, das ist quasi nur was, was halt nebenher ein bisschen läuft. Unten seht ihr zum Beispiel noch ein Plakat von uns, das heißt, wenn jemand sagt, oh ja, das Design gefällt mir, ich schmeiße oben ein anderes Logo rein, aber unten die und andere Adresse oder sowas und die, die Grundinformationen gefallen mir. Solche Sachen kann er von uns auch haben. Noch einen schönen Image, den findet ihr auf vimeo.de und das ist einfach auch quasi so dieses offene Werkstatt, der ist jetzt halt mit Hobby am Ende gebrandet, aber um jemandem quasi zu erklären, es gibt verschiedene Bereiche und alles, was du, also der Claim ist quasi, alles, was du brauchst, ist eine Idee. Ja, und das haben Jungs für uns gemacht. Sehr schönes Video, finde ich, haben die da draus, ist quasi ein Beitrag zur offenen Werkstatt. Ja, also ich sage immer, jeden Skill kann man hier gebrauchen. Ja, jeder kann seinen Beitrag hier dazu leisten. Vielen Dank für den Link. Aber bitte nicht jetzt schauen, jetzt bin ich hier noch dran. So, und dann zu Marketingkommunikation zählen vor allem auch Events. Also man muss auch wirklich auf allen möglichen Messen, Festen, Ausstellungen, Meetings oder sowas präsent sein. Und je mehr man mit Leuten ins Gespräch, desto öfter wird man auch angefragt, wollen sie nicht da ausstellen, wollen sie nicht da dazukommen. Und da kann man sich immer überlegen, ja, wie viel Aufwand stecke ich da rein und wie viele Leute kommen da dadurch oder wie viel neue Nutzer bekomme ich oder wie viele Mitmacher. Aber es gerade am Anfang, dieses offene Werkstattthema ist immer noch sehr unterpräsent in der deutschen Gesellschaft. Also wir wollen quasi allgemein auf das Thema aufmerksam machen, natürlich auch auf unsere Werkstatt. Und da ist noch viel, viel Luft. Also das sind nur ein paar Ausschnitte. Wir sind ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir denken, das macht Sinn und macht Spaß. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass ich nicht... habt ihr... Oh ja, das ist auch ein sehr schönes Video, das Freiraum zum Selbermachen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ein sehr top Einsteiger- oder Übersichtsvideo. Soweit Fragen. Jetzt bin ich ein bisschen schnell durchgehast. Ich wollte, wie gesagt, das Ziel des Webinars war ja quasi wirklich nur zu zeigen, es gibt ganz viele Aspekte, an die ich denken muss, um die ich mich kümmern muss, um worum es geht. Ja, Tom? Lass dich selber wieder rausgeschmissen. Oder wolltest du nochmal rein oder war schon fertig? Ich hatte dich nur kurz mit dem Ja gehört. Sonst mache ich direkt weiter. Ich habe alle mit Geschwindigkeit und Informationen erschlagen. So, jetzt nochmal zu dem Thema Team. Das ist eben der zentrale Baustein. Ohne Leute geht halt nichts. Ja? Es gibt immer viel zu tun. Je mehr Schulden man hat, desto weniger Last wird es. Ich sage immer, wenn du 30 Leute hast, kannst du jeden Tag geöffnet haben und jeder muss nur einen Tag im Monat den Werkstattbetrieb oder Theke machen. Ist quasi nur eine Milchmädchenrechnung, aber so kann man sich das vorstellen. Ja? Also wie gesagt, wenn man mit 30 Leuten muss jeder eigentlich nur einen Tag im Monat, wenn man so wie wir 7 Tage die Woche geöffnet haben möchte, wäre das für jeden nur einen Tag im Monat. Das heißt, eigentlich braucht man gar nicht viele Leute. Ja? Stuttgart hat 500.000, 600.000 Einwohner plus noch ein größeres Einzugsgebiet. Da sage ich mal, da soll es doch möglich sein, 50, 60, 70 Leute zu finden. Und wie gesagt, unsere Community wächst auch langsam, aber stetig. Es geht einfach darum, man muss halt die Leute natürlich für dieses offene Werkstattthema begeistern. Und ich sage immer, ob sie sich jetzt beim Roten Kreuz, beim THW oder sonst wo ehrenamtlich engagieren, warum nicht auch eine offene Werkstatt? Ja, das ist, ich habe halt nicht so viel mit Blut im Sinn. Ja, also Unfälle oder sowas wäre jetzt, glaube ich, nicht meins, aber Handwerken und anderen Leuten da das zu erklären und da beizutragen und mechanische Dinge und so weiter zu lösen und zu verbessern, das macht mir halt mehr Spaß und hat eben auch aus meiner Sicht einen sehr gesellschaftlich wichtigen und nachhaltigen Impact. Und genau, was halt wichtig ist, dass man sich am Anfang, also gerade wenn man auch im Team ist, ja, dass man halt die groben Sachen einfach festlegt, also diese gemeinsame Zielsetzung, ja, dass das einfach diese gemeinsame Polarstern oder sowas, dass das klar ist, nicht, dass der eine sagt, ja, Moment, ich dachte mal, wir wollen Geld verdienen, der andere sagt, nee, wir wollten noch die Welt retten, einfach, sondern dass man da ein bisschen, also, ja, ich sehe mich flüssig, aber ich weiß nicht, der Tom schreibt mir gerade, das ruckelt, ich hoffe, dass es bei euch soweit ganz gut ankommt und dass nur er die schlechte Internetleitung hat, sorry für Tom, genau, und dann, dass man eben auch, gerade wenn man anfängt, ja, wenn man am Anfang Leute hat, die motiviert sind und dann, man kann das nicht von Anfang an alles perfekt machen, ja, wirklich sich um die schnell,
schnell Dinge umgesetzt, schnell die Erfolge machen, ja, wirklich grob, also deswegen habe ich geschrieben, erst raspeln, dann schleifen, ja, wir haben jetzt eben 2-3 Jahre geraspelt, ja, und wirklich die grobe Konstruktion und oder den groben Aufbau des Vereins oder der Werkstatt vorangetrieben und jetzt langsam können wir sagen, oh, da der Prozess ist noch nicht gut, den wollen wir jetzt noch ein bisschen optimieren, aber gleich von Anfang an immer alles da richtig zu machen, das wird nichts und damit kann man natürlich auch Leute hängen lassen, indem man quasi ja, vielleicht überhöhte Anforderungen hat. Hier seht ihr nochmal da gehe ich jetzt nicht mal drauf ein, haben wir vorhin schon, eben, dass es die Vereinsmitglieder gibt, die Nutzer und eben die Mitmacher als zentrale Basis für das Projekt. Hier noch ein paar Zahlen. Also wir haben knapp über 40 Ehrenamtliche. Wir hatten in den 4 Jahren mehr als 3000 registrierte Einzelpersonen, die diese Werkstatt genutzt haben. Einige davon sind natürlich Wiederholungstäter. Wir haben ungefähr 4000 Nutzungseinträge, also die Leute, die halt anmelden und bearbeiten am Tag pro Jahr. Im Schnitt sind es so 12 bis fast 13 Nutzer am Tag. Klar, wenn natürlich ein Kurs mit 6 Leuten stattfindet, dann haut es natürlich auch mal rein oder auch am Wochenende vielleicht mal am Tag 2 Kurse. Und wir haben gut über 200 Kurse, wahrscheinlich über 300 Kurse, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, die bei uns schon stattgefunden haben. Also da wird schon was, da ist schon Bewegung drin in der Geschichte. Hier nochmal, was wir vorhin schon hatten, ich habe natürlich schon vorgegriffen, die Mitmacher zahlen bei uns gleich viel wie alle anderen, aber sie haben natürlich Vorteile, sie kriegen eine kostenlose Meatbox, das ist so eine rote, diese Fleischerkisten, E2 kennt ihr vielleicht, die ist 60, 40 und 20 hoch. Andere Leute zahlen dafür 20 Cent pro Nacht, das heißt, es wäre auch ein Vorteil von 6 Euro im Monat, das ist nicht viel, aber zumindest etwas. Und während sie Aufsicht haben und es ist gerade nicht viel los und sie sagen, auch jetzt lese ich mir mal kurz ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten was, ja, dann ist es auch in Ordnung. Also das ist... aber es wird eben nicht aufgewogen und aufgesammelt, aufsummiert. Und Sie können eben auch mal eine Maschine mit nach Hause nehmen, wenn Sie sagen, oh, ich muss meinen Türrahmen daheim abschleifen und ich will jetzt nicht die Maschine kaufen. Weil normalerweise geben die Maschinen nicht mehr nach draußen, weil haben sie A nicht hier und B weiß man nie, wie die Leute daheim mit umgehen. Deswegen ist es nicht Teil unseres Konzeptes, das kann man vielleicht noch ergänzen, aber ist nicht Teil. Aber das wäre eben ein Vorteil für die Mitmacher. Und natürlich kriegen Sie Kamerapunkte bis zum Abwinken, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man hier mitmachen sollte. So, ich hoffe, dass es mittlerweile mit der Qualität wieder besser ist, Tom. Nicht, dass ich dich hier verliere und Co-Moderator. So, jetzt nächster Punkt ist, wie soll es in Zukunft weitergehen? Unser Ziel ist einfach, also der Verein, unser Verein zur Verbreitung offene Werkstätten, ist quasi so das Oberziel. Es sollte eigentlich in jeder Stadt soll es eine offene Werkstatt geben und in großen Städten in jedem Stadtteil. Also ich sage immer, da wo es Schwimmbäder oder da wo es ein Jugendhaus oder ein Fitnessstudio, Jugendfarm oder einfach Bibliotheken. Ja, es gibt Stadtteilbibliotheken, große Bibliotheken. Ich weiß, ich muss zum Schluss kommen. Aber ich habe nur noch 3, 4 Minuten. Das heißt, wir brauchen einfach eine flächendeckendere Verbreitung von offenen Werkstätten, um damit auch wirklich einen nachhaltigen Impact erzeugen zu können. Was eben, wo ich anfangs darauf eingegangen bin, reparieren, selber machen, teilen. Da können gerne Leute bei uns, also wir haben schon ganz viele Leute hier durch geschleust und denen das hier alles erklärt, wie wir genau was machen. Oder ihr ladet einfach bei euch, geht einfach bei euch zu den Werkstätten oder ladet die auch mal zu euch zu Events ein. Also wir sind auch schon zu Leuten in der Nähe gegangen und haben dann quasi bei einem Infoabend einen Vortrag gehalten, um die jetzt am Anfang sind, deren Zielpublikum quasi zu zeigen und zu erklären, was man denn in 2, 3, 4 Jahren aus so einer Werkstatt machen kann und wie viel Netzwerk und wie viel Projekte dabei rauskommen können. Einfach ein bisschen Antwortpraxis ist natürlich leichter, wenn man am Anfang steht und wirklich eigentlich nur Fragen im Kopf hat. Dann ist es immer ganz gut, wenn jemand das, wie gesagt, 4 Jahre jeden Tag gemacht hat, hat er natürlich schon viele Antworten auf fast alle Fragen. Genau, jetzt haben wir noch ein kleiner Exkurs. Wir haben das Projekt Klar Schiff. Da haben wir eine Förderung von der Postcode-Lotterie bekommen. Hatte ich letztes Jahr beantragt. Vielen Dank dafür. Und damit haben wir die Möglichkeit, über ein Dreivierteljahr so 2 500 Euro Stellen, eine 250 Euro Stelle zu finanzieren, also ein paar Stunden in der Woche. Und wir, da geht es quasi darum, wie unsere Prozesse oder das Ganze sauber zu dokumentieren, also nicht nur so einen Ordner, wie ich euch jetzt geschickt habe, sondern wirklich eine Website, ein Handbuch, wo man dann alles nach und nach durchgehen kann, wenn man Interesse an diesem Konzept, wie wir es haben, hat. Ja, dass man es quasi wirklich als Paket jemand mitgeben kann und sagt, hier, damit er es bis erstmal eine Weile beschäftigt. Das ist eben ein Teil davon, so 30% ungefähr. Und das andere ist quasi die Werkstatt selber zu optimieren. Wir haben jetzt erst die Putzwände alle umgebaut und das ist quasi ein erster Teil von diesem Projekt, das wir umsetzen,
für mehr Ordnung und Sauberkeit und Organisation. Das wollen wir eben danach auch anderen Werkstätten, Werkstattbetreibern zur Verfügung stellen, wo die dann sagen können, hey, guter Ansatz, ich mache es vielleicht ein bisschen anders, aber der Impuls ist auf jeden Fall der richtige. Und da wollen wir eben auch noch Videos und so weiter dazu machen, falls es jemanden interessiert. Einfach um dieses allgemeine Werkstatt, wie betreibe ich eine Werkstatt, zu vereinfachen. So, also das ist quasi nur unsere Roadmap. Ja, am Anfang war die Idee, dann kam dieses Konzept dazu, da haben wir Unterstützer gesucht, dann ging es irgendwann los, das war 2015 hier rechts oben. Dann haben wir eben das Konzept, dieses Hobbyhimmel, how to make a Werkstatt-Konzept, optimiert, haben das wachsen lassen, also in Nutzern und in Mitmachen und so weiter. Und jetzt wollen wir das quasi verbreiten und deswegen, weil wir eben sagen, hey, so kannst du eine Werkstatt komplett eigenfinanziert, mit hohen Öffnungszeiten, mit niedrigen Kosten oder niedrigen Nutzerkosten für die Nutzer, also sehr niederschwellig anbieten und damit größtmöglichen Nachhaltigkeitsimpact zu generieren. Also das ist quasi so unsere Triebkraft. Und dazu stellen wir eben euch, wie gesagt, jetzt zum Beispiel Dokumente oder die Prozesse, einfach das Know-how mit den Finanzen, wie regelt ihr das rechtlich, wie sieht euer Vertrag da aus, was sind die Konditionen, dass wir euch das an die Hand geben und dass ihr da quasi einen leichteren Einstieg habt, wie wir vor 4 Jahren, wo wir alles uns erarbeiten und aussuchen und so weiter. Wie gesagt, das ist frei. Jeder, der möchte, kann natürlich die Information nutzen. Ist ein Open-Source-Konzept, kostenfrei. Und wir können andere Leute nur animieren, auch in die wunderbare Welt der Werkstattmacher einzutreten. Und eben, wie gesagt, wenn wir Werkzeuge übrig haben, wir haben jetzt erst auch nochmal im Projekt in Reutlingen ein bisschen was vorbeigebracht. Also das ist eben auch, wenn man da eben anfängt, wirklich zusammen, die Leute wissen, das ist eine gute Anlaufstelle für Dinge, die ich nicht mehr brauche, Werkzeuge, Maschinen und Material. Dann kann man vielleicht in diesen, ja, das als wirklich Institution machen, hey, wir sammeln Werkzeug, um es dann anderen Werkstätten wieder zu geben. So, jetzt kommen hier große, jetzt kommt noch eine Frage. Unsere Qualifikation ist quasi nur eine Eigenqualifikation. Also unten die Frage habt ihr wahrscheinlich alle gelesen, ist nur eine Eigenqualifikation. Das heißt, wir haben irgendwann festgelegt, welche Informationen müssen da vermittelt werden. Und da die Person das auf eigene Verantwortung macht, natürlich könnte man jetzt sagen, jeder braucht hier einen Maschinenschein, aber ein Maschinenschein dauert mehrere Tage unter Umständen. Also wir haben das quasi so rechtlich mit dem Anwalt damals so verkauft, er hat gesagt, ihr seid eh dran, wenn irgendwas passiert, also müsst ihr euch quasi nur weitestmöglich davon fernhalten. Und deswegen sagen wir, okay, die Person unterschreibt, dass sie alles auf eigene Verantwortung macht, dass sie zur Not hier verletzt sein kann, dass es eben auch gebrauchte Maschinen sind, dass wir die nach bestem Wissen und Gewissen instand halten. Aber, und dass sie eben für gewisse Sachen schreiben wir eben Einweisungen vor oder eben ein Zeugnis. Mehr können wir nicht tun, dieser Person zu helfen, um sie davor zu bewahren. Aber ob sie jetzt die Kreissäge beim Mietpark oder Böls oder wie auch immer, wie die alle heißen, ausleiten, mit dem Keller nimmt und da was passiert, da sage ich immer, das ist sicherer hier, weil hier ist die Person nie alleine. Ja, es kann immer noch jemand Hilfe holen. Und hier achten wir natürlich auch mehr auf die Nutzung. Ja. Das siehst du gleich, wenn jemand da Quatsch an der Maschine macht, wie wenn er die ausleitet und daheim. So, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt muss ich schnell weitermachen. Was haben wir hier noch auf den Werkstätten? Ah ja, genau. Da könnt ihr da nochmal im Detail nachlesen. Genau, also, ich glaube schon, die letzte Folie hervor. Top Timing. Ich kann euch nur sagen, legt einfach los. Ja, sucht und lasst es euch finden. Dazu gehört, dass ihr euch bei der Verbundseite eintragt und sagt, wir sind ein Werkstattprojekt in Buxtehude. Wir möchten gerne gründen. Wir suchen noch Mitstreiter. Ja, einfach, dass, wenn andere Leute auf der Suche sind, dass die euch auch da finden können, dass ihr euch mit denen vernetzt. Macht eine Social-Media-Seite, Facebook oder auch eine Website, sammelt die Kontakte, macht eine Newsletter-Funktion, sodass Interessierte, die vielleicht auch nicht direkt mitmachen wollen, aber für später, dass ihr einfach da schon ein Netzwerk aufbaut. Flyer, ja, einfach Grundflyer, wo eure Kontaktdaten draufstehen, wo ihr zu Events gehen könnt oder auch mal, wenn ihr dann wirklich schon konkreter seid, wirklich mal einen Infoabend veranstalten und mal das Gemeindeblättle, eine Anzeige reinsetzen lassen, dass da Leute dazukommen. Also, es geht ums Machen. Hervorragend. Und 53, ich habe noch 2 Minuten Zeit, bis hier abgeschaltet wird. Jetzt könnt ihr noch schnell mich mit Fragen bombardieren. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber waren noch ein paar Fragen dazwischen. So, das habe ich gelesen, ist zu kompliziert, okay. Andreas, habe ich vielleicht ein bisschen klarer kommuniziert. Also, ich weiß nicht, ob es da die goldene Lösung gibt. Können wir vielleicht auch mal ein eigenes Video machen. Vielleicht können wir mal, wie heißt dieser Jurist da von hier, YouTube-Jurist, der ist sehr cool. Ja, vielleicht kann man den mal anschreiben und fragen, hey, machst du mal mit uns ein Video zusammen über die Haftungsrisiken und welche Variationen und Felder und Einweisungen und so weiter es da gibt. Das wäre ziemlich cool.
Anna, sehr gerne. So, jetzt muss ich nur, jetzt rattert es hier sehr schnell, dann sehe ich es nicht mehr alles. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken. Sehr gerne. Es reicht jetzt nicht mehr die Zeit aus, um übrig gebliebene Fragen noch zu beantworten. Aber wie der Martin ja schon geschildert hat, wird es das Ganze nochmal kompakt als sozusagen handreichend Manual vom Hobbyhimmel geben. Dieses Webinar wird zum Nachhören, Nachlesen. Ja, genau, ist in Arbeit, wird noch dauern. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, die ihr nicht beantwortet bekommt, wie zum Beispiel hier von Friedel, der auch beschrieben hat, dass der Leitfaden zu Sicherheit und Haftungsrisiken zu kompliziert ist wegen der juristischen Formulierungen, dann stellt eure Fragen nochmal. Auch wir werden uns große Mühe geben, das ausreichend zu beantworten. Ihr werdet benachrichtigt, wenn dieses Webinar veröffentlicht ist, mitsamt dieser Präsentation und auch den ganzen Materialien, die der Martin freundlicherweise euch und schon vielen anderen zur Verfügung gestellt hat. Martin, Hammer, mir brummt der Kopf. Ich bin begeistert. Vielen Dank für diesen Marathon. Und woher nimmst du die Energie, das so kompakt durchzuziehen? Wir werden noch mal eins machen müssen, glaube ich. Wenn du noch Themen hast, spezielle Themen, wie gesagt, wir wollen ja jetzt selber in dieses YouTube-Thema rein, um dann eben nach und nach gewisse Arbeitspakete in kleinen oder auch größeren Videos abzuarbeiten und reinzustellen. Aber Videos machen ist nicht ganz so einfach. Oder muss einfach auch mal loslegen. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank an euch alle, die ihr jetzt zwei volle Stunden in diesem Webinar wart. Bis demnächst. Kleiner Werbeblock am Schluss. Es gibt bald noch ein Webinar, das für euch eventuell interessant sein könnte, nämlich ein Webinar zum Smoothie-Bike selber bauen. Wer darauf Lust hat, ich suche gerade verzweifelt den Link, habe ich gleich, schmeiße ich noch eben rein. Ja, hier ist es, ist gleich soweit. Ja, jetzt schlecht vorbereitet. Hier kommt der Link zum Smoothie Bike selber bauen, das nächste Webinar in diesem Kino. Bis demnächst und vielen Dank. Ciao. Sehr gerne, schönen Abend euch noch. So, jetzt muss ich hier noch irgendwo.